Weil, Leute, es ist eine große Ni'ama, überhaupt hier zu sein. Es ist erstmal die große Gnade, dass man dem Islam angehört, die wahre Religion. Dann ist es eine große Gnade, zur Sunna geführt zu sein. Zum wahren Weg Allahs, zum wahren Islam. Das sagte einer der Salaf, sagt, La adri ayyu ni'mati lahi alayya khair. Ich weiß nicht, welche Gabe von Allah an mich größer ist. An hadani ila al-Islam, au an hadani ila sunna. Dass er mich zum Islam oder zur Sunna geführt hat. Es gibt so viele Leute, die im Namen des Islam in die Irre geführt werden. Und deswegen könnt ihr froh sein, Alhamdulillah, und dass ihr mit den Leuten hier seid, Alhamdulillah. Und gestern ist Abu Hussein gefragt worden, von wegen, wo man sein Wissen herholen soll und so weiter für die neuen Muslime oder für die, die was lernen wollen. Ich sage es euch ganz klar. Also ich habe eine andere Antwort dazu. Und er hat das vielleicht nicht gesagt aus Bescheidenheit. Ja, aber ich sage das ganz klar. Haltet euch an diese drei Leute, wenn ihr hier in Deutschland seid und kein Arabisch könnt. Ja? Das heißt nicht, dass diese drei Leute, ich meine jetzt Abu Hussein, Abu Jamal, Abu Anas, das heißt nicht, dass diese drei Leute perfekt sind. Keiner ist perfekt. Jeder macht Fehler. Aber das ist auf jeden Fall, nach meiner Einschätzung, das, was ich kenne nichts, was in Deutschland authentischer ist. Ja? Ganz klar, es gibt viele Leute und es gibt viele Neider. Leute, das müsst ihr wissen. Wisst ihr, was Neid bedeutet? Neid bedeutet, dass du willst, dass die Gnade, die Allah jemandem gegeben hat, dass du willst, dass die weggeht. Drei Arten von Neid, sagt Razali. Erste Art von Neid, du willst, dass die weggeht und dass du sie kriegst. Zweite Art von Neid ist, du willst, dass seine Gnade, die er hat, diese Fähigkeit, die er hat, weggeht und dass du sie nicht kriegst. Imam Razali sagt, diese Art ist noch schlimmer. Dritte Art von Neid ist, dass du einfach es hasst, dass er diese Sache hat. Und die einfachste Methode, um jemanden, der über dir steht, sozusagen im Wissen oder in Dawah oder in irgendeiner anderen Sache, um ihn runterzuholen, ist, indem du ihn kleinredest. Indem du ihn kleinredest, indem du nach irgendeiner Sache suchst. Ach, da hat er diesen das gesagt. Deswegen habe ich gestern gesagt, wie Abu Hussein das gesagt hat, habe ich gesagt, weil ich genau weiß, wie die Leute auf solche Sachen reagieren. Okay. Dann fange ich jetzt an, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, Rasulil Karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, der Islam ist die wahre Religion Gottes. Allah sagt in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt ewige Hölle. Und dieser Islam setzt sich aus zwei Quellen zusammen. Koran und Sunna. Das sind die zwei Primärquellen, die zwei Hauptquellen des Islams. Und der Prophet, a.s.w., in Hajjat al-Wada, vor 100.000 Menschen, sagt er, Inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan taddilu abada. Ich habe bei euch zwei Sachen hinterlassen. Oder ich habe bei euch etwas hinterlassen. Wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Er sagt dies vor über 100.000 Menschen. Ein Publikum, das der Prophet vorher und nachher in seiner Lebenszeit nie gehabt hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass er an diesem Tag diese wichtige Botschaft gibt. Ich habe zwei Dinge hinterlassen oder eine Sache hinterlassen. Wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Was ist das? Kitab Allah wa Sunnati, das Buch Allahs und meine Sunna. Der Prophet hat nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam, O Sunnati oder meine Sunna, das Buch Allahs oder meine Sunna, sondern er hat gesagt, das Buch Allahs und meine Sunna. Das heißt, diese zwei Dinge gehen zusammen. Liebe Brüder und Schwestern, stellt euch vor, ihr wärt zur damaligen Zeit mit dort gewesen, in Arafah. Stellt euch das vor, ihr wärt dort gewesen an diesem Tag. Und ihr wisst, dass der Prophet vorher schon gesagt hat, oder nachher gesagt hat, dass sich diese Umma spalten wird. Und dass alle Gruppen in die Hölle gehen, außer eine. Sataftariku hadhi al-Umma ala 73 firqa kulluha fi nari illa wahida. Ja? Diese Umma wird schon 73 Gruppen spalten. Alle sind im Feuer außer eine. Alle.
Und dann sagt der Prophet, wer diese richtige Gruppe ist, me'ane alil yomu ashabi, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Jetzt stell dir vor, du hast diese Aussagen vorher gehört, dass der Prophet sagt, alayhi salatu wasalam, die Umma wird sich spalten, und jetzt sagt er, ich habe zwei Sachen hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in Irre gehen. Guck mal. Stellt euch mal vor, wir hätten damals während den Arafat dabei gewesen und hätten jetzt diese Worte über den Prophet, vom Propheten alayhi salatu wasalam gehört. Und dann hätten wir uns gefragt, warum werden diese Leute in die Irre gehen? Es werden Leute in die Irre gehen. Der Prophet sagt, wer sich daran festhält, wird nicht in die Irre gehen. Was würden wir automatisch sagen? Die werden in die Irre gehen, weil sie sich an diese zwei Sachen nicht festhalten. Das ist erstmal die Logik, die wir damals gesehen hätten. Wenn wir nun die Geschichte angucken, die Geschichte des Islams, und schauen uns an, wie die Firak entstanden sind, dann sehen wir, dass alle diese Gruppen, die entstanden sind, ich kenne keine Ausnahme, alle einen Fehler in diesem Bereich haben, dass sie nicht an einer dieser Sachen festgehalten haben. Und die Sache, an die sie nicht festgehalten haben, das ist runtergefallen. Ja. Die Sache, an die sie nicht festgehalten haben, ist insbesondere die Sunna. Es hat angefangen mit den Khawarij. Die Dinge von der Sunna nicht genommen haben, die damaligen Khawarij, die hatten verschiedene Mukhalafat, viele Dinge, wo sie dem Koran abgewichen sind, dass sie zum Beispiel Dinge, die über den Koran hinausgehen, nicht akzeptiert haben. Und von verschiedenen Sahaba, von verschiedenen Gefährten nicht akzeptiert haben. Shia haben von den meisten, von den allermeisten Sahaba nicht akzeptiert. Das heißt, sie haben von vornherein einen großen Teil der Sunna abgegeben. Nicht dran festgehalten. Mu'tazila haben gesagt, wir akzeptieren nur Mutawati Hadith. Alle diese Gruppen. Und dann siehst du, dass in der modernen Zeit, in der heutigen Zeit, der größte Angriff auf den Islam, auf die Sunna geht. Schaut euch das mal an. Wenn ihr euch die Mustashrikun anguckt, Orientalisten, dann seht ihr ganz klar und eindeutig in der Geschichte der Mustashrikun, Edward Said schreibt in seinem Buch über Orientalismus, dass diese Pseudowissenschaft extra dafür erfunden wurde, um Islam zu widerlegen. Jetzt gehst du zu den Mustashrikun und du schaust, was haben sie gemacht? Sie haben sich hauptsächlich mit der Sunna beschäftigt. Sie haben ein Inhaltsverzeichnis für Hadithe gemacht, um die Sunna zu widerlegen, von dem heute die Muslime profitieren. Die machen ihre Pläne und Allah macht seine Pläne. Schmiedet seine Pläne. Ja? Das heißt, die Muslime profitieren heute teilweise von ihrer Arbeit. Aber auf der anderen Seite, die irregegangenen Gruppen nehmen auch von diesen Leuten das Wissen. Jetzt frage ich dich was. Wenn die irregegangenen Gruppen im Islam die Argumente, also die Muslime, die richtigen Muslime, die benutzen nur dieses Inhaltsverzeichnis, damit sie die Hadithe schneller finden können. Versteht ihr? Aber die Irregegangenen, die benutzen genau ihre Argumente, um die Sunna zu widerlegen. Warum? Weil die Sunna die Erklärung des Korans ist. Die Sunna ist sozusagen die Gebrauchsanweisung für den Koran. Wie betest du? So? So? Ja, wie betest du? So oder was? Wie betest du? Verstehst du? Nee, da steht drin, wie du betest, wie du fastest, wie du was machst. Und diese Leute, die ihren Gelüsten folgen, die müssen um die Gebrauchsanweisung, weil wenn sie sagen, wir glauben nicht an den Koran, wenn sie sagen würden, dass sie nicht an den Koran glauben, würde man sie sofort als Kafir bezeichnen. Ohne Wenn und Aber. Aber so versuchen sie, Wege drumherum zu gehen. Sagen, ja, die Sunna ist nicht richtig erhalten geblieben. Und wer weiß, Bukhari kam 250 Jahre, 450 Jahre nach dem Propheten ist er gestorben und so weiter und so fort. Damit es ihren Gelüsten passt. Zum Beispiel in Marokko, da gibt es so eine Fatima Mernissi, ja, die schreibt Bücher. So, womit beschäftigt die sich hauptsächlich? Mit Hijab. Die will also beweisen, dass der Hijab ja eigentlich keine Pflicht ist. Verstehst du? Wie will die das machen? Stehen doch Koranverse da. Ja, indem sie die Sunna weginterpretiert und dann kommt sie mit ihrer eigenen Selfmade-Interpretation. Warum?
Weil die islamische Welt unter Minderwertigkeitskomplexen leidet. Die islamische Welt leidet unter Minderwertigkeitskomplexen. Leute, Gelehrte aus islamischen Ländern oder Pseudogelehrte sind in den Westen gegangen, haben dann dort verschiedene Dinge gesehen, technologischen Fortschritt. Und dann haben sie überlegt, warum haben diese Leute so einen technologischen Fortschritt und wir nicht? Und dann kam der Scheitan, hat ihnen das eingeflüstert. Das liegt bestimmt daran, weil wir den Islam nicht richtig praktiziert haben. Subhanallah, achi, glaub es mir, es gibt Leute von strenggläubigen Muslimen, die diesen Glauben haben. Ich sage dir, gib mir mal einen Vers im Koran, wo drin steht, ja, wenn ihr das und das macht, erfindet ihr ein Flugzeug. Bruder, dieser technologische Fortschritt, ob der positiv für die Menschen ist oder nicht, das wird sich in 100, 200 Jahren zeigen. Aber glaub es mir, die ganze muslimische Welt ist so. Ach, guck mal, warum sind die so und wir so? Ah, wir haben bestimmt dies und das. Hätten wir den Islam richtig praktiziert, dann hätten wir diese Erfindungen gemacht. Wo steht das? Ach, diese Erfindungen. Guck mal jetzt. Ozonloch, Klimawandel, das komplette Programm. In 100 Jahren entscheidet sich, ob das positiv ist. Jetzt hast du einige Erleichterungen. Ja, okay, wir reiten nicht mit dem Pferd nach Spanien, sondern wir fahren mit dem Auto. Okay, ist dein Leben kaputt, wenn du nicht dahin gehst? Bruder, früher in der DDR, ich erzähle euch was. Ich bin ein richtiges Wendekind. Ich bin im Jahr 94 in den Osten Deutschlands gegangen. Ja, da haben sie den Leuten alle erzählt, boah, wie schlecht es ihnen geht. Ach, wenn wir doch nach Spanien reisen, wenn die Wende kämen, könnten wir nach Spanien und nach den USA und da könnten wir dies sehen und das sehen. Ach je, und jetzt heute nach 20 Jahren, ja manche sind dahin gefahren, da fahren sie wieder nach Ungarn in Urlaub. Verstehst du, wie vorher? Verstehst du, Bruder, deine Lebensqualität ist dadurch nicht kaputt gegangen. Wir sagen nicht, der Islam ist gegen Fortschritt, nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber ich sage, dass jemand eine Erfindung macht, ist kein Beweis dafür, dass er die richtige Religion hat. Und ist kein Beweis dafür, dass diese Erfindung wirklich gut für Allah, für dich ist. Denn Allah sagt im Koran, Asa antuhibbu shaymu isharu lakum. Vielleicht liebt ihr etwas, das schlecht für euch. Vielleicht liebt ihr diese Erfindung, die ist schlecht für euch. Versteht ihr? Guck mal jetzt, Ozonloch und so weiter und so fort. Und wir sehen einen Raubbau an der Natur. Keiner kann das verleugnen. Man sagt, man kann das gar nicht mehr zurückdrehen, diese Uhr. Wie die Natur kaputt gemacht wird. Wie Arten aussterben und so weiter. Wie gesagt, der Islam ist nicht dagegen. Worüber ich nur reden will, ist, diese Leute haben dann eine Lösung gesucht. Und dann haben sie versucht, teilweise auch den Leuten im Westen zu imponieren. Ja? Beispielsweise, jetzt kommt hier, und das siehst du heute unter Muslimen, da kommt irgend so ein Politiker, der sagt im Fernsehen, ja, die muslimischen Gelehrten sind sich einig, dass die Frau ab der Pubertät das Kopftuch tragen muss. So, das macht er als Vorwurf. Was macht der Muslim? Ja, naja, das sagen gar nicht alle, das sind Bekloppte, die das sagen. Stehst du, Bruder, weil ihm das nicht gefällt, jetzt will er, dass ihm der Islam gefällt und dann verdreht er den Islam, bis er ihm gefällt. Der setzt einen Weihnachtsbaum in die Moschee, jetzt gefällt ihm der Islam, jetzt ist der Islam gut geworden, Alhamdulillah. Bruder, Schwachsinn ist das. Achi, unsere Pflicht ist nicht, den Leuten den Islam schön zu lügen. Unsere Pflicht ist, Islam zu präsentieren und 1 Million% dahinter zu stehen. Punkt. Genau das, was ich gestern gesagt habe. Genau das, was ich gestern gesagt habe. Diese Minderwertigkeitskomplexe müssen offen, die haben dazu geführt, zu diesen Modernisierungserscheinungen. Die Modernisten sind diejenigen, die hauptsächlich die Sunna leugnen. Weil sie dann anfangen können, zu interpretieren. Da können sie das so umbiegen, wie sie wollen. Kein Problem, Herr Modernist. Im Koran steht, der klaut, oder der stiehlt, und die stiehlt, hackt ihre beiden Hände ab. Aidirum. Sagen wir zu ihm, okay, kann man auch verstehen. Beide Arme bis hier, weil jetzt ist im Islam nicht nur das, sondern auch bis hier, im Arabischen. Das heißt, woher weißt du aber, dass die Hand nur bis hier und eine Hand abgehakt wird? Aus der Sunna.
Das heißt, er will das alles schön machen, dass es auch den Leuten dort gefällt. Modernisierung. Wofür brauchen wir eine Modernisierung? Im Deutschen ist es so, oder es wird immer unter dem Begriff Modernisierung wird immer etwas Positives verstanden. Man assoziiert etwas Positives damit. Aber ist alles, was modern ist, positiv? Die Antwort ist nein. Nicht alles, was modern ist, ist positiv. Nicht alles, was danach kommt, ist besser. Das muss man wissen und im Islam sowieso nicht. Aber man versteht unter einer Modernisierung etwas, was einen Mangel hat. Das heißt, wenn du denkst, du willst den Islam modernisieren, dann sagst du damit, der Islam hat einen Mangel. Aber Allah sagt in Surah 5, Vers 3, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Und wenn Allah etwas vervollständigt, was heißt das? Dass das perfekt ist. Dass das 100% perfekt ist. Das heißt, wir brauchen keine Modernisierung. Wir brauchen eine Rückkehr zu unseren Quellen mit dem richtigen Verständnis. Schaut euch die ganzen Probleme an, die wir haben. Schaut euch das an. Es liegt daran, dass wir den Islam nicht praktizieren. Schau den unter uns hier, die familiären Probleme an. Ehrenmord. Zum Beispiel, gibt es das unter Muslimen? Ja, nicht nur unter Muslimen, aber es ist Fakt. Ich kenne einen Bruder, der früher den Islam nicht richtig praktiziert hat, der heute den Islam richtig praktiziert mit Bad, der, und ich sage das Alhamdulillah, durch diese Dawa-Arbeit den Islam richtig kennengelernt hat, ein Kurde, der wollte seine Schwester umbringen. Er hat geplant, wie er sie umbringt, wo er sie verbuddelt und so weiter und so fort. Ehrenmord. Vom Vater dazu betrieben. Genau wie du das hörst. 100%. Aber was ist passiert? Sie hat dann mit diesem Freund Schluss gehabt und der Rest der Familie hat es nicht mitbekommen, deswegen war es nicht so eine Schande. Und sie hat dann einen anderen Mann geheiratet und so weiter und so fort. Und deswegen ist nichts passiert. Und der Bruder sagt jetzt, Alhamdulillah, dass ich jetzt den Islam richtig kennengelernt habe. Er ist der älteste Bruder von der Schwester. Und das war sozusagen seine Aufgabe. Kannst du dir das vorstellen? Ach, wo haben wir diese Probleme, weil wir Islam nicht praktizieren? Diese ganzen Rapper-Muslime hier, oder Ghetto-Muslime, Gangster-Muslime. Warum sind die so? Weil die Islam nicht verstanden haben. Bringen uns Schaden. Ehrenmord, Zwangsheirat, diese ganzen Eheprobleme. Alle diese Sachen nur, weil man den Islam nicht verstanden hat. Glaub es mir heute, Brüder. Achi, wenn bei mir jemand anruft wegen Scheidung oder Heirat, ich vermittle sofort weiter. Achi, Katastrophe. Achi, ich habe 3 Monate Heiratsvermittlung gemacht. Achi, danach war ich fertig mit den Nerven. Glaub es mir. Entweder du bist nachher schuld, wenn es nicht gelaufen ist, oder jeden Tag ruft dich irgendjemand an. Ja, Bruder, komm, ich lasse es lieber sein. Ey. Auf jeden Fall, Achi. Es ist wirklich sowas von grausam. Und dann siehst du die Scheidung, immer wegen irgendeiner Lappalie. Wisst ihr, warum die meisten Scheidungen passieren? Erstens, weil die Männer den Frauen, also nicht jetzt erstens und zweitens, sondern 2 Gründe. Weil die Männer den Frauen nicht die Rechte geben, die der Islam den Männern zur Pflicht gibt, den Frauen die Rechte zu geben. Zweitens, weil die Frauen nicht den Sinn der Ehe verstanden haben. Die denken, der Sinn der Ehe wäre Selbstverwirklichung. Und dann nach 3 Jahren ist es ein bisschen abgeflacht, die Schmetterlinge sind nicht mehr im Bauraum fliegen. Und dann denken die auch, ja, boah, ist irgendwie gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Die Heirat im Islam ist nicht zur Selbstverwirklichung. Die ist dazu da, um deine Religion richtig zu praktizieren. Und man muss verstehen, eine Heirat hat Höhen und Tiefen. Subhanallah, eine Heirat hat Höhen und Tiefen. Du streitest dich mal. Da ist irgendein Streit, da machen die dann aus einem Mückenelefant. Wirklich. Das ist das Problem. Wie gesagt, und deswegen müssen wir darüber reden, über die Verteidigung der Sunna. Und ich hoffe, dass ihr daran teilnehmt, weil die Sunna, ich habe euch das erstmal jetzt gerade klar gemacht, warum die Sunna angegriffen wird. Von verschiedenen Gruppen, Modernisierung, Mustaschrikun und so weiter. Normalerweise, nochmal darauf zurückzukommen, wenn wir sehen, dass die heutigen Modernisten ihre Argumente von den Quellen der Mustaschrikun nehmen, da wissen wir schon von vornherein, wie die gepolt sind. Die nehmen ihre Quelle von den offensichtlichen Feinden des Islams, die diese Quelle benutzen, um den Islam kaputt zu machen. Überlegt mal. Das ist eine wichtige Information, die ihr haben müsst, wenn ihr mit solchen Leuten diskutiert.
Bumm. Weil da kannst du direkt, selbst wenn du nicht viele Argumente hast, sagst du, guck mal, ihr nehmt eure Quellen von diesen Leuten. Und dieser Modernismus, der wird versucht, durch viele arabische Fernsehsender zu verbreiten, damit es den Leuten gefällt und wird sogar noch von einigen Ländern aus dem Westen unterstützt. Das ist der Punkt. Und so wird den Leuten langsam das Gehirn gewaschen. Ach je. Jedenfalls erstmal die Sunna. Wir müssen erstmal eine Einführung haben. Und das war erstmal das Vorwort, warum wir dieses Thema lernen. Man muss immer ein Ziel haben. Versteht ihr? Wenn man nur kein Ziel hat, ist man auch nicht erfolgreich. Jetzt erstens. Was heißt Sunna in der Sprache? Jetzt kommt die Einführung. Wir fangen sprachlich an, was heißt Sunna in der Sprache? Weil dadurch ist das Thema nachher für uns besser verständlich. Sunna in der Sprache heißt Tariqa, der Weg. Ja? Dann, Sunna im Istilah, das heißt in der Terminologie, hat verschiedene Bedeutungen, je nachdem, der es benutzt. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil viele Brüder, und ich gebe euch nur eine kurze Information, die gehen zum Beispiel, die machen Fehler, weil sie zum Beispiel den Fachbegriff aus einem Fach benutzen für ein anderes Fach und dadurch ein Missverständnis auf. Ich sage euch zum Beispiel Maruf. Was heißt Maruf? Hm? Zum Beispiel bekannt, sprachlich, ja. Und, und man versteht auch jetzt zum Beispiel im Islam darunter, wenn man sagt, ja, Ta'murune bil Marufi, da versteht man nicht das Berühmte, sondern das Gute gewähren. Zum Beispiel Tawhid. Aber zum Beispiel, wenn du hörst, ein Hadith, der ist Maruf, da gibt es zwei Bedeutungen. Einmal, der ist bekannt. Und einmal ist damit Maruf gemeint, ja, das Gegenteil von Munkar-Hadith. Was ist Munkar-Hadith? Guck mal, wenn ich jetzt zwei Hadithe, ich habe einen Hadith, der ist authentisch von der Überlieferungskette und von allem her, ja, und einen anderen Hadith, der ist nicht authentisch von der Überlieferungskette her, und dieser Hadith, der stark ist von der Überlieferungskette, widerspricht auch noch dem anderen Hadith. Was kann zum Beispiel sein, ich habe einen schwachen Hadith im Thema Gebetswaschung. Schwacher Hadith zum Beispiel hier hinten abwaschen. Der widerspricht aber nicht dem Hadith, der sagt, halt die Hände auf der Brust. Widerspricht nicht. Versteht ihr? Aber wenn ich jetzt einen Hadith habe, der einem anderen Hadith widerspricht in einem bestimmten Thema, dann nennt man diesen Hadith Maruf, der starke Bibel, und den anderen nennt man Munkar. Zum Beispiel. Das wollte ich nur damit erklären. Deswegen müssen wir wissen im Istilah, wovon reden wir. Und so hält man zum Beispiel im Fiqh. Wenn ich im Fiqh sage Sunnah, ein Faqih von Fuqaha, der sagt Sunnah. Das heißt, wie man betet, wie man fasst. Was meint man mit Sunnah? Nafila, freiwillige Taten. Wenn jemand von Akida redet und nennt die Sunnah, dann meint er damit den Weg vom Propheten a.s. Wenn wir sagen Ahlu Sunnah wal Jama'a, dann heißt das nicht, ja, die Leute, die die freiwilligen Gebete beten. Das heißt, dass die Leute, die in der Akida, in dem Manhaj, dem Propheten und den Sahabern folgen. Ja, weil viele Leute verstehen das falsch. Du betest zum Beispiel die Sunna-Gebete nicht, weil du auf Reise bist, dann sagen die, bist du kein Sunnit? Gehörst du nicht zu Ahlus Sunna wal Jama'a? Das ist eine freiwillige Tat. Worüber wir aber heute reden, ist der Begriff im Istilah, in der Terminologie, der Muhaddithun. Der Muhaddithun. Das heißt, ma udifa ila nabi min qawlin, au fi'lin, au takririn, au sifatin, sawa'un, qabla ba'athatihi, au ba'daha. Das heißt, was dem Propheten zugeschrieben wird, von Wort, Tat, Zustimmung. Was heißt Zustimmung? Wenn der Prophet sieht, zwei Leute haben zum Beispiel, oder eine Person macht etwas und der Prophet sagt nichts dazu, dann zeigt das, dass diese Sache erlaubt ist. Zum Beispiel, Khalid Mawalid, der hat so eine Art Eidechse gegessen. Der Prophet hat die Eidechse nicht gegessen. Das ist eine Tat. Das heißt, von den Taten des Propheten Gottes, der isst keine Eidechse. Aber er hat ihn auch nicht gesagt, hier, das darfst du nicht essen. Das zeigt, er darf diese Sache essen, diesen Dab. Okay? Jetzt als Beispiel. Oder von seiner Eigenschaft. Egal ob vor oder nach seiner, bevor er zum Propheten geworden ist. Ja? So, das dazu. Dann fragen wir, welche Stellung hat die Sunna im Vergleich zum Koran? Das heißt, wenn ein Befehl im Koran kommt oder ein Befehl in der Sunna, welchen Stellenwert hat er? Und hier gibt es verschiedene Meinungen, aber die stärkste Meinung ist, dass die den gleichen Stellenwert hat. Nicht den gleichen Stellenwert von der Heiligkeit, ja. Nicht, dass man das versteht. Natürlich, der Koran ist heilig. Der Prophet a.s. sagt,
من قرأ حرف من كتاب الله كان له به حسنة. Ja, und dann sagt er, وَلَا أَقُولُ أَلِفٌ لَهُ وَكُلُّ حَسَنَةٍ بِأَشْرِ أَمْثَالِهَا. Ja, und jede gute Tat hat 10, wird verzehnfacht. وَلَا أَقُولُ أَلِفٌ لَهُ مِيمٌ حَرْفٌ بَلْ أَقُولُ أَلِفٌ حَرْفٌ لَهُ حَرْفٌ مِيمٌ حَرْفٌ أو كما قال. Ja, das heißt, er sagt hier, ja, dass du für den Koran, wenn du liest für jeden Buchstaben, kriegst du was? Kriegst du 10 Hasanat für jeden Buchstaben. Kriegst du nicht bei der Sunna. Ist natürlich auch ein Lohn, wenn du dich mit dem Wissen beschäftigst. Aber der Koran hat eine andere Heiligkeit. Den Koran darfst du nicht den Mushaf anfassen, wenn du Junub bist beispielsweise. Sunna kannst du. Den Koran kannst du nicht anfassen, normalerweise nach der Meinung der meisten Gelehrten, wenn du kein Wudu hast, wenn du keine Gebetswaschung hast. Ja? Bei Sunna ist man sich einig, kannst du ohne Gebetswaschung anfassen. Ja, das dazu. Aber wenn ein Befehl kommt, der Koran sagt zum Beispiel, ihr dürft das und das nicht machen, und die Sunna sagt, ihr dürft das und das nicht machen, so ist es beides Haram. Wenn der Koran sagt, du musst das machen, und die Sunna sagt, du musst das machen, dann sind beide Dinge wajib. Denn Allah sagt im Koran, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Und Allah sagt im Koran, Surat Najm, Flut Stern, وَمَنْ يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُ إِلَى وَحْيٍ يُحَى. Er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Ja. Jetzt dafür. Jetzt kommen wir zu den Beweisen für die Autorität der Sunna. Da gibt es im Koran und in der Sunna und in der Logik hunderte Beweise. Hunderte Beweise. Deswegen ist auch derjenige, der sagt, ich glaube an den Koran, ich glaube nicht an die Sunna, der verleugnet tatsächlich oder eigentlich verleugnet er den Koran. Aber ich habe nur 10 Kategorien, 10 Kategorien von Beweisen genommen. 10 Kategorien, damit ihr euch jede Kategorie merkt. Und ihr müsst euch merken, Brüder, man muss sich manchmal Eselsbrücken machen. Wisst ihr, was Eselsbrücken sind? Dass man eine Sache wieder abberufen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt, es gibt zum Beispiel 10 Gründe für Ta'an im Hadith. Ja, 10 Gründe. 5 für den Rawi, seine Adala, seine Redlichkeit. Das heißt, vielleicht, der ist ein schlechter Muslim, der betet nicht oder was auch immer. Und 5 wegen seiner Vergesslichkeit oder weil er etwas, versteht ihr? Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man das feststellen kann. Da gibt es zum Beispiel Eselsbrücken, da sagt man Farwamis oder Jabketif. So, Jabketif sind 5 Buchstaben. Jim, Ba, Ka, Ta, Fa. Jetzt als Beispiel. Und dann hast du jetzt, ich will das nur kurz als Beispiel bringen, dann sagst du erstmal, ja, erstmal kommst du mit Jim, ist Jahala, der ist unbekannt. Ka, Kedib. Lügner. Ta, Tuhmetihi, wie Kedib. Das heißt, dem wird gesagt, dass er lügt. Ja? Ja? Dann, Jab Kedib, Fa, Fisk. Ich habe ja noch Ta, Fo, ja, und Fisk dann. Das heißt, dass er ein Frevler ist. Als Beispiel. Und hier habe ich auch für diese 10 Sachen einen Satz gemacht. Und dieser Satz ist dazu da, damit man sich das merkt. Ja? Das, warte erstmal, ich muss den jetzt selber, weil ich habe den heute Morgen erfunden, den Satz. Verstehe ich? Als Eselsbrücke, ja, aber dann kann ich es merken, weil ich habe hier 10 Kategorien. Ich habe die letzte Mal gemacht, aber dann merke ich mir das nicht mehr. Aber so kannst du dir solche Sachen merken. Ja? Beispielsweise. So. Du nimmst dir zum Beispiel Zweck. Ja? Zweck der Herabsendung. Ja? Zweck der anderen Offenbarung. Ist Erklärung des Korans und das Gehorchen, Folgen und dass man nicht seine Stimme darüber erhebt. Wer dies tut, der wird gelobt, wie in dem Vers mit der Qibla. Und das, dafür gibt es noch Beweise aus dem Logischen und aus der Sunna. Erstens. Zweck der Herabsendung. Zweck der Herabsendung ist, das ist das erste Wort, Zweck der Herabsendung, das sind so meine Eselsbrücke, versteht ihr? Ich habe das jetzt hier stehen, aber ich versuche das mit der Eselsbrücke zu machen, weil dann habe ich das, wenn ich mal irgendwie in einer Diskussion bin, dann hole ich die Sachen raus. Ne? So, Zweck der Herabsendung erstens, wir sehen, dass die Propheten immer, dass Allah, wenn er eine Botschaft herabgesandt hat, dies immer mit Männern herabgesandt hat. Warum? Warum hat er nicht einfach ein Buch runterfallen lassen?
Und das zeigt uns, dass diese Männer dazu da waren, diese Sache zu verkörpern. So wie Aisha sagt, dass der Chuluk des Propheten, der Charakter des Propheten, der Akhlaq von ihm, der Koran war. Und Allah sagt im Koran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, hätten wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt. Nein, immer kam die Botschaft auf einen Menschen herab. Nicht auf einen Engel, auf einen Menschen. Warum nicht auf einen Engel? Warum ist nicht ein Engel gekommen und hat unter denen gelebt? Warum ist der Engel zu einem Propheten, zu einem Auserwählten gegangen und der hat das an die Menschen verbreitet? Weil nicht jeder, weil wir brauchen einen, der dieselben Eigenschaften hat wie wir, der auch ein Mensch ist, der auf Toilette gehen muss, der essen muss, der trinken muss. Ja? Also Beispiel, das ist erstmal der Zweck. Zweck der Herabsendung ist Tafsir. Dann zweite Art von Beweis ist, dass der Koran die Sunna erklärt. Sure 16, Vers 44. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Dann drittens, dass man ihm gehorcht. Haben wir eben gesagt, ich glaube, das ist in Sure 3, Vers 3. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Ja? Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Viele Verse dieser Art. Dann viertens, dass man ihm folgt. Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Also man gehorcht zuerst und vom Gehorchen ist, dass man ihm folgt. Viertens zum Beispiel, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir und dann wird euch Allah lieben. So, dann, dass man seine Stimme nicht darüber erhebt. Hier, er sagt ganz klar, Entschuldigung, in diesen Versen, wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Wenn es hieße, wir haben nur eine Quelle, wo ist das Problem? Dann habe ich etwas vergessen. Zweck der anderen Herabsendung. Was heißt andere Herabsendung? Das ist in Sure 4, Vers 11. Nee, das müsste falsch sein. 4, Vers 110 oder so müsste das sein. Auf jeden Fall in Sure Nisa. Da sagt Allah, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ. Allah hat auf dich das Buch und die Hikma herabgesandt. Der hat zwei Sachen herabgesandt. Das Buch, was ist das? Koran. Und Al-Hikma ist die Sunna, wie Imam Shafi'i sagt. Al-Kitab wal-Hikma, ganz klar. Der hat zwei Sachen herabgesandt. Al-Kitab wal-Hikma. Ja? So, warum hat er das herabgesandt? Erstmal, um den Koran zu erklären, so 16 bis 44. Und wenn der Koran erklärt wurde, dann musst du dem gehorchen, was gesagt wurde. Und was sagt er da? Ja? Allah sagt zum Beispiel im Koran, Kul atiullah wa atiu rasul. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn wir nur dem Koran gehorchen müssten, dann hätte, welchen Sinn soll dann diese Sache haben? Nein, damit wird ganz klar gesagt, dass man der Sunna gehorchen muss. Dann, wenn wir ihm gehorchen, dann sagt uns der Koran, dass wir ihm folgen müssen. Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, wenn ihr Allah folgt, liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Oder Sure 4, Vers 112. Kul hadhihi sabili addu ila Allah ala basira, anna wa man itaba'ani. Sprich, dies ist mein Weg, folgt Allah mit Wissen. Ruft zu Allah mit Wissen. Ich und die, die mir folgen. Das ist Folgen. So was kommt nach Folgen? Dass man seine Stimme nicht darüber erhebt, wenn der Prophet redet. Wenn der Prophet redet, erhebst du deine Stimme nicht dafür. Und das gehört zum Adab auch bei Vorträgen. Weil wenn du heute Hadithe vom Propheten erzählst, dann sollte es für uns so sein, als wenn wir etwas vom Propheten a.s. hören. Brüder, damals sind Gelehrte monatelang gereist, um einen einzigen Hadith zu hören. Kannst du dir das vorstellen? Heutzutage, du machst das Internet auf und hast so viel Information. Das ist ein Traum. Allah sagt im Koran, er sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, das ist in Surah Al-Hujurat, 49. Sure, Vers 2 und 3, Ya ayyuha alladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, wa la tajharu lahu bil kawli ka ja'riku ba'dikum li ba'd. Ja? أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تعلمون لا تشعرون ja auf jeden Fall dort sagt Allah ganz klar und deutlich in Surah Al-Hujurat, ihr sollt die Stimme nicht über die Stimme des Propheten erhöhen. An anderer Stelle kräht, wenn der Koran erwähnt wird, musst du leise sein. Das heißt, hier sind zwei verschiedene Befehle. Einmal, wenn der Koran gelesen wird, leise sein. Einmal, wenn der Prophet redet, man soll seine Stimme nicht über ihn erhöhen. Warum? Weil das eine wichtige Sache ist für unsere Rechtleitung. So, dann der nächste Punkt ist, wenn wir dann das nicht gehört haben, wenn wir das gehört haben, dann sehen wir, dass Allah die Sahaba im Koran lobt, wenn sie dem Propheten gehorcht haben. Und sie tadelt, wenn sie ihm nicht 100% gefolgt sind.
wie zum Beispiel die Schlacht von Uhud. Da werden sie im Koran getadelt. Aber steht im Koran die genaue Instruktion, wie sie in Uhud stehen sollen und dass die Bogenschützen dort stehen bleiben sollen und so weiter? Nein, ist in der Sunna. Das heißt, Allah kritisiert die Sahaba, wenn sie einen Befehl nicht 100% ausgeführt haben, wie der Prophet ihnen den gesagt hat. Weil die Sahaba können auch Fehler machen. Sind Menschen. Weil es ist oft, wenn man mit Schiiten diskutiert, sie kommen dir dann, sie picken irgendwelche Sachen aus der Sunna raus, obwohl sie eigentlich nicht an der Sunna glauben, und sagen, guck mal, hier sind Fehler, da sind Fehler, da sind Fehler. Und ihr könnt das alles ganz einfach widerlegen, liebe Brüder und Schwestern. Ganz einfach. Indem man sagt, weil das ist nur eine Kritik an unsere Religion, wenn wir glauben würden, dass die Sahaba keine Sünde machen können. Wir sagen, die Sahaba sind die Besten von uns, stimmt. Aber wir sagen auch gleichzeitig, die können Sünden machen. Das sind Menschen. Das sind Menschen. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig. Weil dann diese ganzen Argumente, der kommt hier, ja guck mal hier, der hat das gemacht. Und da hat er das gemacht. Und der hat das gemacht. Und da hat er das gemacht. Und da hat er das gemacht. Dann picken die aus 23 Jahren vom Propheten seinem Leben und danach picken die dir irgendwelche Sachen raus. Da finden die natürlich was. Bei 100.000 Sahabis findest du natürlich da eine ganze Menge. Das siehst du. Dann sagen wir, Moment. Wir haben gar nicht gesagt, dass die Engel sind. Das heißt, dein Argument ist gar kein Argument. Versteht ihr? Das könnt ihr euch einfach merken, weil damit bringen die viele Leute von Al-Sunna durcheinander. Die kommen, ja guck mal, hier hat er das gemacht. Du sagst dann einfach, ich kenne diesen Hadith nicht, ich muss das überprüfen. Ich weiß das nicht alles. Aber was ich weiß ist, selbst wenn es richtig wäre, würde das nicht das widerlegen, was wir sagen. Aber auf jeden Fall weiter im Text. Dann ein Vers im Koran. Und liebe Brüder, dieser Vers ist ganz wichtig. Damit vernichtest du die Koran-Jung komplett. Den sollte jeder auswendig lernen. In Sure 2, Vers 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, sagt er, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, damit ihr Zeugen über die Menschen seid, وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und dann sagt er, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ. Ja, dann sagt er danach, und die Kibla, auf der du warst, welche Kibla? Richtung Jerusalem. Die haben wir nur gemacht, um auf die Probe zu stellen, zu wissen, wer den Propheten folgt von denjenigen, die sich auf ihren Fersen sozusagen rumdrehen. Sure 2, Vers 143. Was sagt Allah hier? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَ, das heißt wir, das heißt Allah hat diese Qibla bestimmt. Wo steht das im Koran, dass sie gegen Jerusalem beten mussten? Irgendwo. Durch wen wurde das befohlen? Durch den Propheten, a.s.w. Der Prophet hat es befohlen und Allah sagt, wir haben das. Warum? Weil das, was der Prophet sagt, die Sunna, ist eine Inspiration auf eine andere Art. Beim Koran kommt Jibril herab und diktiert sozusagen dem Propheten, was er sagen soll. Er legt ihm in den Mund die Worte des allmächtigen Gottes. In den Mund. Das, was Jibril von Allah gehört hat, sagt der Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Muhammad gibt dann diese Worte genauso weiter. So. Und bei der Sunna ist es, der Jibril kommt zum Beispiel zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt, verbiete den Menschen, von Gott kommt er, und sagt, verbiete den Menschen, den Männern, dass sie Gold tragen, die Frauen dürfen aber Gold tragen. Ja? Und dann gibt der Prophet mit seinen eigenen Worten, sagt er dann, das Gold ist für die Frauen dieser Umma halal und für die Männer haram. Das ist der Unterschied zwischen Koran und Sunna. Aber beides ist eine Inspiration von Allah. Deswegen sagt Allah, wie gesagt, in Surat An-Nisa, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, der hat zu dir herabgesandt, aber auf eine andere Art und Weise. Okay? Aber hier sagt er, guck mal, er sagt, كَذَلِكَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَ, wir haben die gemacht. Aber der Befehl ist aus der Sunna und Allah schreibt diesen Befehl sich selber zu. Das ist ein ganz klarer Beweis dafür, dass man der Sunna folgen muss. Und dann lobt er diejenigen, die dieser Sunna dann folgen. Und sagt, dass die rechtgeleitet sind von Allah, im selben Vers. Ja. So. Dann der nächste Punkt ist die Logik. Die Logik sagt uns ganz klar und deutlich, und das sagen wir auch zu diesem Koran-Jun, wie betest du denn?
Wie fastest du? Erklär mir mal, wann du in Arafah steht bei der Hatsch. Jetzt erklär mir mal, wie du Hatsch machst. Im Koran steht, du sollst die Hatsch machen. Erklär mir, wie du die machst. Erklär mir mal genau, was du nicht machen darfst bei Fasten. Erklär mir mal. Erklär mir mal, was machst du auf der Reise? Was machst du danach? Okay, da gibt es noch einige Sachen im Koran. Aber erklär mir mal genau, wie du betest. Wisst ihr, wie die Koraniyun beten? Oder sind eigentlich keine Koraniyun, weil die im Koran eigentlich nicht folgen? Die beten einen Rakat, dreimal am Tag. Und dann machen die in diesem Rakat, lesen die Fatiha. Wir sagen zu denen, bringt mir mal einen Beweis vom Koran, dass man der Fatiha folgen muss. Es gibt Koraniyun, die sagen, der Sunna zu folgen sei Schirk. Ohne Quatsch, weil die sagen ja, dann gehorchst du einem anderen außer Allah. Es gibt einmal diese Modernisten, die alles nehmen, was ihnen gefällt, nehmen sie. Aber das, was ihnen nicht gefällt, das schmeißen sie weg. Weißt du, es gibt also verschiedene Arten von Sunna-Leuten. Diese Koraniyun, diese Hardcore-Koraniyun, von einem gewissen Rashad Khalifa, deswegen lasst euch davon nicht in die Irre führen, das ist einer, der angeblich mit so einem 19er Wunder im Koran kam, was totaler Quatsch ist, nur keiner prüft es ja nach. Ja, und der hat sich später dann selber zum Propheten erklärt. Ja, und ist ein, ja, ganz üble Sache ist das so. Die Logik und dann natürlich auch Hadithe. Hadithe, weil es gibt so viele Hadithe, die überliefert worden sind, die uns ganz klar zeigen, dass die Sahaba dies so verstanden haben. Also ungefähr 1500 Sahaba, ich weiß die Zahl nicht ganz genau, aber um den Dreh, haben Hadithe überliefert. Das heißt, das zeigt ganz eindeutig, dass die das so verstanden haben. Jetzt werden die natürlich kommen, aber guck mal, wie viele keine Hadithe überliefert haben. Was sagen wir zu dieser Schubha? Ist ganz wichtig. Wenn ihr mit solchen Sunna-Leugnern seid, dann sagt ihr, guck mal, wie viele Sahaba keine Hadithe überliefert haben. Aber andere haben überliefert. Was sagen wir zu denen? Das ist auch eine Regel. Al-Muthbit Muqaddam al-Nafi. Das heißt, die Bestätigung überwiegt die Vernegierung. Versteht ihr? Erstmal, viele Sahaba haben keine Hadith überliefert, weil sie mit anderen Sachen beschäftigt waren. Viele wundern sich zum Beispiel, warum hat Abu Huraira so viele Hadith überliefert? Weil das seine Aufgabe war. Andere Gefährten haben nicht so viele Hadith überliefert. Andere haben gar keine überliefert. Manche hatten Angst, Hadith zu überliefern. Weil sie gesagt haben, ja, vielleicht haben wir das vergessen und so weiter. Manche haben keine Hadith überliefert. Das ist die Aufgabe von anderen gewesen. Konnte jeder Sahabi den Koran auswendig? Nein. Natürlich nicht. Viele konnten den Koran nicht auswendig. Sehr viele. Das heißt, es ist kein Beweis. Oder sagst du jetzt, wenn Mord in der Stadt passiert, und dafür gibt es drei Zeugen, guck mal, das ist eine ganz logische Regel. Das, was bestätigt wird, überwiegt die Negierung. Wenn jetzt in der Stadt ein Mord passiert, da ist ein Autounfall, da fährt jemand ein Kind tot. In der Stadt laufen 100 Menschen rum. Glaub mir, nur 5 davon haben diesen Mord gesehen. Sagen wir dann, ja, die Zeugenaussage gilt nicht, weil 100 andere haben es nicht gesehen. Das ist totaler Quatsch. Und daran seht ihr, Leute, deswegen muss man immer die Logik einschalten. Versteht ihr? Das heißt nicht, dass wir die Logik Koran und Sunna bevorzugen, aber Koran und Sunna widerspricht der wahren Logik nicht. Okay? So, das dazu. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Jetzt kommen die Einwände. Wir haben jetzt so viele Beweise aus Koran und Sunna gebracht. Ich habe nur 10 Kategorien genannt. 10 Kategorien habe ich die genannt. Jetzt kommen die Einwände. Die sagen, im Koran steht doch, dass der Koran was ist? Tibyan li kulli shay wa huda wa rahma wa bushra lil muslimin. Der ist eine Erklärung für alles, der Koran. Dann sagen die also, der Koran reicht. Im Koran steht drin, der Koran reicht. Also, brauchen wir keine Sunna, Koran reicht. Was sagen wir zu diesen Leuten? Und Brüder und Schwestern, merkt euch das. Das ist eine Regel. Glaubt es mir. Ihr werdet das immer sehen. Als Erkennungsmerkmal von Ahlul Bidah. Glaubt es mir. Warum nehmt ihr diesen einen Vers und nehmt den anderen Verse nicht? Wir haben hunderte Verse oder hunderte Beweise, die das ganz klar zeigen, dass man der Sunna folgen muss. Qul atiyullah wa atiyur rasul.
Ja, sprich, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn sie sich abwenden, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und macht eure Taten nicht kaputt. Hunderte Beweise. Jetzt kommt er mit einem Beweis. Und dieser Beweis ist der eindeutig. Der heißt, der Koran ist eine Erklärung für alles. Steht hier drin, lass die Sunna auf Seite. Auf die Sunna auf Seite wäre ein Widerspruch. Aber hier ist kein Widerspruch. Merkt euch eine Regel. Das ist etwas, was ihr immer bei Ahlul Bidda seht. Die nehmen sich eine Sache, eine andere Sache nehmen die nicht. Was ist Ahlus, wie geht Ahlus Sunna vor? Ahlus Sunna hat eine Methodologie, eine Methodik. Erstens, wenn sich zwei Sachen offensichtlich widersprechen können, Schritt Nummer 1, man macht einen Jam. Man versucht, diese Verse zusammenzubringen. Schritt Nummer 1, Jam. Man versucht, die Verse oder die Hadithe zusammenzubringen. Schritt Nummer 2, man schaut, ob nicht vielleicht ein Befehl mansuch ist. Wenn eine Sache vorher gekommen ist und die andere Sache später, ist die Sache vielleicht mansuch. Abu Ghraib. Zum Beispiel, der Prophet a.s. hat den Sahabern gesagt, sie sollen die Gräber besuchen. An anderer Stelle sagt er, sie sollen die Gräber nicht besuchen. Aber wir wissen, die Sache ist mansuch. Warum? Weil der Prophet sagt, Nahaitukum an ziyaratil kubur fuzuruha fa'innaha tuzakkirukum al-akhirah. Das heißt, der Prophet sagt, ich habe euch verboten, die Gräber zu besuchen. So besucht sie. Denn sie erinnern euch an das Jenseits. So besucht sie jetzt. Denn sie erinnern euch an das Jenseits. Er hat das am Anfang des Islam verboten, um den Tauhid zu festigen. Damit keiner dorthin geht zu den Gräbern und die Gräber anbetet. Später erlaubt. Zum Beispiel. Viele Sachen. Am Anfang des Islams war es verboten, musste man, wenn Dinge vom Feuer gebrannt wurden, Essen zum Beispiel, musste man Wudu machen. Später nicht mehr. Mansuch ist abrogiert. Also erstens Jam, zweitens Mansuch, drittens ist Tarjih, dass man eine Sache bevorzugt. Zum Beispiel, wenn der Prophet sagt, da gibt's, ich habe drei Beispiele jetzt. Ja? Erstens, zum Beispiel eine Aussage und eine Tat. Der Prophet a.s. sagt zum Beispiel, geht zuerst mit den Händen auf den Boden. Geht nicht wie das Kamel runter mit den Knien zuerst. إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ بَلْ يُقَدِّمُ يَدَيِّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. Wenn jemand Sujud macht, soll er nicht runtergehen wie das Kamel, sondern er soll zuerst mit den Händen und dann mit den Knien runtergehen. So. Jetzt gibt es Hadith von Wa'il ibn Hujr, der sagt, ich habe den Propheten gesehen, wie er zuerst mit den Knien, dann mit den Händen gekommen ist. Es gibt übrigens auch bei diesem Hadith Aussagen, dass der Hadith schwach ist von Wa'il ibn Hujr, aber okay. Jetzt, was machen wir? Nehmen wir mal, die sind beide gleich stark. Erstmal, wenn der eine Hadith schwach ist und der andere ist stark, was machen wir dann? Können wir den, der schwach ist, sowieso direkt aus dem Fenster werfen. So, jetzt, wenn es keine Möglichkeit gibt, diese Hadithe zu verbinden, was machen wir dann? Dann bevorzugen wir zum Beispiel den, der stärker ist. Wie kann ein Hadith stärker sein? Zum Beispiel mehr Überlieferungsketten. Oder die Personen, die in dem Isnad sind, die sind besonders stark. Vom Erinnerungsvermögen her besonders bekannt. Oder es sind weniger Menschen in der Kette drin. Der ist früher aufgeschrieben worden. Zum Beispiel. Aber bevorzugt an den, der stärker ist. Aber hier in diesem Hadith gibt es eine andere Regel. Die Aussage wird der Tat bevorzugt. Warum? Wenn der Prophet einen Befehl tätigt und er macht dabei etwas anderes, dann kann das bedeuten, dass er dies aus irgendeinem Grund gemacht hat. Das heißt, aus irgendeinem Grund ist er an dieser Stelle zuerst auf die Knie gegangen. Geht mir zum Beispiel auch so. Ich habe zum Beispiel letztens meine Hand kaputt gehabt. So, und ich konnte die Hand nicht zuerst auf den Boden setzen, da bin ich zuerst auf die Knie runtergegangen. Kann zum Beispiel sein, als Beispiel. Ich gebe das nur als Beispiel, ja, damit man das versteht. Dann die zweite Sache von Tarjih ist, wie man die Sachen zusammenbringt, ist, dass man den befragt, der mehr Wissen über eine Sache hat. Zum Beispiel, Ibn Abbas hat gesagt, dass der Prophet Maimuna geheiratet hat, ja, während er Ihram hatte. Aber der Prophet sagt, im Ihram ist es nicht erlaubt zu heiraten.
Jetzt könnte man sagen, Jem, vielleicht ist es möglich, dass es eine spezielle Erlaubnis für den Propheten war. Das gibt es auch. Es gibt spezielle Erlaubnisse für den Propheten, spezielle Verbote für den Propheten und spezielle Verpflichtungen für den Propheten. Spezielle Erlaubnis, kennt ihr bestimmt, dass er mehr als 4 Frauen haben darf. Spezieller Verbot, zum Beispiel, Sadaka kann ich annehmen. Zweitens, darf kein Schirr lesen. Das heißt, wir haben den kein Schirr, diese Poesie, arabische Poesie und so weiter. Verschiedene Sachen. Dann verschiedene Verpflichtungen, alle Sachen, ja, die Sunna sind, sind für ihn Pflicht. Zum Beispiel Nachtgebet ist für ihn Pflicht. Ja, eyyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Oh, du Muzammil, der Eingehüllte, stehe die Nacht außer wenige. Spezieller Befehl am Propheten, Pflicht für ihn. Für die anderen Sunna. Ja? Das dazu. Aber hier haben wir jetzt einmal Ibn Abbas sagt, der Prophet hat dieses oder jenes, ja, hat während Ihram das gemacht, aber der Prophet verbietet das. Jetzt ist das ein spezieller Beweis für den Propheten. Nein, sondern Maimuna kommt, die er geheiratet hat, und sie sagt, dass der Prophet sie geheiratet hat, er war aus dem Ihram raus. Das heißt, Ibn Abbas hat sich vertan. Das heißt, wir bevorzugen die Aussage von Maimuna. Zum Beispiel bei Frauenangelegenheiten ist das sehr stark. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Aussage von einem Sahabi über eine Frauenangelegenheit. Und dann eine Aussage von Aisha, zum Beispiel in der Haid. Ich gebe nur ein Beispiel. In der Periode. Wer hat mehr Wissen davon? Der sich damit beschäftigt oder der sich nicht damit beschäftigt? Deswegen auch die Angelegenheit mit dem Bart. Sheikh Albani sagt, die Leute, die den Hadith überliefern, dass man den Bart kürzt, eine Handlänge, so hier, ne, diese Leute, seht ihr hier, diese Leute sind auch diejenigen, die den Bart gekürzt haben, wie Ibn Umar zum Beispiel. Und die wissen besser, was mit dem Befehl vom Propheten gemeint ist. Nicht, dass er jetzt den Bart kürzt, ist damit nicht gemeint. Ich bin nicht der Meinung, dass das Pflicht ist, weil Sheikh Albani sagt, man muss den Bart kürzen. Und ich bin der Meinung, dass es erlaubt ist, den Bart eine Handlänge zu kürzen. Wollte ich nur gesagt haben. Ne? Nur nicht, dass man das falsch versteht, weil es gibt manche, die sagen, man muss wachsen lassen, darf gar nicht anfassen. Und es gibt manche, die durch, weil es gibt insgesamt 10 Überlieferungen von Sahabis, die das gemacht haben, die sagen, eine Hand kappt, darf man nehmen. Ja? Ja, diese Sache. Das nur dazu. So, das nur dazu, warum haben wir das jetzt gebracht? Damit ihr wisst, Brüder, diese Schubha, die sagen, der Koran reicht. Was wollen wir jetzt machen? Wir haben einmal der Koran, ist Erklärung für alles, und einmal haben wir hunderte Beweise, dass man der Sunna folgen muss. Antwort ist ganz einfach. Wir machen Jam. Erster Schritt war Jam. Zweiter Schritt war Nasikh und Mansuch, also abrogiert. Dritter Schritt war Tarjih, eine Sache bevorzugen. Ach ja, zum Tarjih habe ich noch eine andere Sache, das habe ich eben gesagt. Al-Muthbit Muqaddam al-Nafi. Was heißt das? Die Bestätigung wird der Verneinung bevorzugt. Warum? Weil der bestätigt, der hat mehr Wissen. Zum Beispiel, wenn einer sagt, ich habe gesehen, dass der Prophet dieses und jenes macht. Und der andere sagt, ich habe nicht gesehen, dass der Prophet das gemacht hat. Was bevorzugen wir? Den, der es gesehen hat. Weil der andere, der es nicht gesehen hat, der hat es vielleicht nicht gesehen, weil es ihm entgangen ist. Zum Beispiel Bewegung des Fingers im Gebet. Manche überliefern das, manche nicht. Wir sagen, die anderen hatten mehr Wissen, die es überliefern. Oder zum Beispiel, eine andere Sache, Aisha sagt, der Prophet hat nie im Stehen uriniert. Hudhaifa sagt, ich glaube Hudhaifa war es, sagt, ich habe gesehen, dass der Prophet im Stehen uriniert hat. Und deswegen, was bevorzugen wir? Den, der es gesehen hat. Weil Aisha redet von ihrem Wissen. Versteht ihr? Okay? Das heißt, das sind Sachen, die man wissen muss von den Regeln. Erstens, Jam, zusammenbringen. Zweitens, was? Nasikh Mansuch. Drittens, Tarjih, dass man eine Sache bevorzugt. Und wie gesagt, Tarjih ist einmal in der Stärke des Hadith und einmal von der Sunna, zum Beispiel Al-Qawl, Muqaddam Al-Fi'l und diese ganzen Sachen. Ja? Aber insbesondere auch in der Stärke des Hadiths. Zum Beispiel, was habe ich gesagt? Anzahl der Überlieferungsketten. Ein Hadith der Mutawatir ist es stärker als ein Hadith, der Mashur ist zum Beispiel. Was heißt Mashur? Also von 3 und mehr überliefert wird. Ja? So. Aziz ist was, wenn er von 2 überliefert wird. Also das heißt, in allen
in allen Ketten mindestens zwei. Das heißt, es kann auch sein, dass der Nachhause, zum Beispiel der Hadith von Umar al-Khattab, Innam al-Amalu bin Niyyati es Gharib. Das heißt, ein Sahabi hat ihn nur überliefert, Umar al-Khattab. Aber am Ende der Kette sind es dann viele Leute, die es überliefern, weil der Hadith sich dann verbreitet. Ja? Das als Beispiel. So, jetzt weiter im Text. Guck mal, was ist Ahad Hadith? Ahad Hadith hat drei Kategorien. Gharib, Aziz und Mashur. Das ist alles Ahad. Und das andere ist Mutawatir. Ja, das ist das, was auch Ibn Hajar al-Asqalani sagt in Nukbat al-Fiqh. Al-Khabru imma an yakunu lahu turukun billa adadin mu'ayyin. Au mahasri bima fauqa al-ithnaini. Au bihima au biwahad. Fal-awal mutawatir. ومفيد لعلم العلم اليقين بشروطه الثاني المشهور وهو مستفيد الراعي الثالث العزيز وليس شرط للصحيح خلاف لمن زعم والرابع الغريب وكل سوى الاول احد وفي المقبول والمردود ja das heißt er sagt hier diese Khabar wird unterteilt erstens mutawatir das ist der das klare Wissen bestätigt zweitens mashhur Und er wird auch Mustafid genannt, nach einer Meinung. Drittes Aziz, aber der ist keine Bedingung für die Authentizität eines Hadithes, im Unterschied zu denen, die es behaupten. Der, das behauptet, ist Ali ibn Jubair, jemand von dem Mu'tazila. Und Rabi al-Gharib. Und dann sagt er, Kulluha siwa al-awwali ahad. Und alle, außer der erste, Mutawati ist ein Ahad. Das heißt, wir haben einmal Mutawati und einmal Ahad. Und Ahad kann sein, was? Mashur, Aziz, und Gharib. Okay, deswegen ist es richtig, wenn du sagst, ist Ahad, stimmt. Aber Ahad kann Gharib sein und kann Mashur sein, kann Aziz sein. Okay, das nur dazu kurz. So, jetzt. Das heißt, wenn die jetzt sagen, Koran reicht, dann sagen wir was? Wir machen Jam. Wir sagen, stimmt, Koran reicht. Aber im Koran steht, du musst das Sunna folgen. Krass. Ganz einfach. Einmal, ich glaube, Imam Shafi, rahimahullah, war das gewesen. Im Koran steht ja drin, dass der Koran, ja, dass im Koran alles steht. Tibyan li kulli shay. Erklärung für alles. Da kam jemand zu ihm, er sagt mir, wie das Brot gebacken wird. Hat er gesagt, steht auch, wo steht das im Koran, hat er gefragt. Hat er gesagt, steht auch im Koran. Fass alu ala dhikrin kuntum la ta'lamun. Frag die, die wissen, wenn du kein Wissen hast. Auf jeden Fall. Dann die zweite Sache ist, die Sunna sei nicht erhalten geblieben. Die Sunna sei nicht erhalten. Ich hoffe, ich werde fertig mit dem Vortrag heute. Wie gesagt, der ist sehr umfangreich. Ihr merkt das schon. Ne? So. Wir haben erstmal die Autorität der Sunna, haben wir klar bewiesen. So. Jetzt kommen diese Leute und sagen, die Sunna ist nicht erhalten. So, welche allgemeine Widerlegung sagen wir? Wenn er sagt, die Sunna ist nicht erhalten geblieben, was sagen wir als erstes? Okay, komm, ich nehme dich mal dran. Allahu Akbar! Ja, danke, ich wollte ein bisschen laut sein, damit ihr wieder wach wird. Guck mal, super, ey, das freut mich. Warst du in Berlin dabei gewesen, oder wie? Korrekt, siehst du, war in Berlin dabei gewesen. Wo wart ihr? Korrekt. Da sage ich nur zu, korrekt. Alhamdulillah, das freut mich. Okay, das ist die allgemeine Antwort. Okay? Wenn er uns befiehlt, die Sunna zu folgen, der kann auch dafür sorgen, dass die Sunna halten bleibt. Okay, weiter im Text. Jetzt nochmal, was ist das Ziel der Sunna-Leugner? Wir haben Orientalisten, Koraniyun, Ilmaniyun. Wir haben gesagt, Minderwertigkeitskomplexe und so weiter. Das haben wir alles am Anfang erzählt. Dann, wie wurde die Sunna erhalten? Erstens müssen wir wissen, die Sunna wurde praktiziert. Das heißt, es ist nicht irgendetwas, was so durch die Gegend einfach erzählt wurde. Irgendwann, 250 Jahre hat es jemand erzählt, sondern es ist etwas, was unter den Menschen verbreitet war und praktiziert wurde. Und ihr merkt es selber, wenn du etwas lernst und du praktizierst es, du vergisst es nicht. Stimmt oder habe ich recht? Hast du ein Video nehmen? Ja, lieber Bruder. Was wird das? Jetzt haben wir heute den 26. oder 27. Ja. Und wir sind 27. Wir sind ja auf dem Islam-Seminar in Braunschweig. Ja. Ich wollte mal fragen, wie so die Resonanzen sind. Es sind ja schon zwei Tage vergangen. Ja, die Resonanz ist sehr schön. Es gibt große Interesse. Wir haben durchschnittlich zwischen 250 und 300
Zuhörer ständig, Alhamdulillah. Und es gab schon gestern eine Konvertierung. Und wir hoffen, dass heute auch wieder eine Konvertierung kommen wird. Und Alhamdulillah, alles läuft nach Plan. Die Prediger sind begeistert, die Zuschauer sind begeistert. Und möge Allah diese Seminare hier in Braunschweig vermehren. Amen. Amen. So, das heißt, wenn du jetzt irgendetwas lernst, zum Beispiel, du lernst, dass du beim Gebet Fuß an Fuß stehen sollst. Würdest du das jetzt nicht praktizieren, dann hast du es vielleicht nach 2 Jahren vergessen. Ach ja, stimmt ja, da war was gewesen. Aber wenn du das jedes Mal praktizierst und jedes Mal den Leuten neben dir beibringst, du vergisst das nicht. Und so war es damals, die ersten 3 Generationen, die waren daran interessiert, das zu praktizieren, was sie gelernt haben. Zweite Sache, sie wurden mündlich weitergegeben. Dritte Sache, es wurde darüber diskutiert und ihr habt sicherlich schon gemerkt. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr über ein Thema diskutiert, das bleibt im Kopf hängen? Aber wenn man über ein Thema nicht diskutiert, man hört jetzt hier was. Zum Beispiel heute der Vortrag, wenn ihr jetzt diesen Vortrag nehmt und diskutiert später darüber. Viele Dinge werden im Kopf hängen bleiben. Und die vierte Sache ist, es wurde geschrieben. So, es wurde aufgeschrieben. Und hier fangen wir an mit dem ersten Schubha. Das, was die Orientalisten und die Islamfeinde und die Sunna-Gegner und die Modernisten behaupten wollen, ist, dass durch das Nichtaufschreiben der Sunna die Sunna verloren gegangen ist. So. Und dann kommen die mit einem Beweis dafür aus der Sunna. Ist cool, ne, oder? Die glauben nicht an die Sunna, aber bringen Beweise aus der Sunna. Nämlich ein Hadith, wo gesagt wird, لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه حدث عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. Das heißt, schreibt nicht von mir, und wer etwas anderes von mir schreibt außer den Koran, der soll es löschen. Überliefert von mir ist kein Problem, aber wer absichtlich über mich lügt, der wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. Dann sage ich, siehst du? Hier hat der Prophet doch gesagt, die sollen nicht schreiben. Dann sagen wir wieder zu denen, erstens sagen wir zu denen, Entschuldigung. Ihr habt gesagt, ihr glaubt nicht an die Sunna. Der Sunna zu folgen sei Schirk. Jetzt kommt ihr mit einem Beweis aus der Sunna, dass man der Sunna nicht folgen muss. Ist das nicht ein bisschen komisch? Aber okay, dann sagen wir weiter. Jetzt würden die vielleicht sagen, ja, warte mal, Pierre Vogel, du argumentierst doch auch aus der Bibel. Du kommst zum Beispiel mit der Bibel, du sagst auch, die Bibel ist gefälscht. Dann sagen wir, Dankeschön. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ein Buch war am Anfang richtig und ich finde richtige Informationen, oder ob ich sage, eine Sache war von Anfang an gefälscht. Ein großer Unterschied. Schiiten sagen ja, die Sunna ist gefälscht. Ali und Omar und so weiter, die haben die Sunna gefälscht oder später wurde es gefälscht. Aber zur selben Zeit gehen die zu Bukhari rein und nehmen dann Überlieferungen von Sahabern, die sie beschimpfen, wo zum Beispiel Ali oder Leute von Ahl und Bait gelobt werden. Was ergibt das für einen Sinn? Wenn die doch die Sunna von vornherein erfunden haben, um Koran zu den wahren Glauben zu widerlegen, warum sollen die dann Gutes berichten? Versteht ihr? Das ist also totaler Quatsch. Versteht ihr? So, jetzt geht's weiter. Dann sagen wir zu denen, und warum benutzt ihr nur den Anfang des Hadithes? Weil steht in dem Hadith, haltet euch nicht an die Sunna? Nein, in dem Hadith steht, schreibt nur den Koran, aber nicht die Sunna. Aber wir gehen gleich weiter. Die Sunna wurde auch geschrieben. Wir gehen gleich weiter. Bruder, ist ganz wichtig für ein tiefgründiges Verständnis. Der sagt, was sagt er danach? Hadithu anni wa la haraj. Berichtet von mir, erzählt von mir, ist kein Problem. Wenn die Sunna doch keine Quelle wäre, warum sagt er, ihr sollt von mir berichten? Und dann sagt er nochmal dazu, وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Und wer absichtlich über mich lügt, wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. Warum? Warum?
weil seine Worte Quelle des Islams sind. Was ist der Unterschied, ob du bei dem Propheten lügst oder bei einem anderen? Wenn du bei dem Propheten lügst, dann veränderst du die Religion. Und deswegen sagt er, wer von mir berichtet und lügt, der wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. Und dies ist der stärkste Hadith, der meist überlieferte Hadith. Über 70 Überlieferungsketten von diesem Hadith. Über 70, ja, Überlieferungsketten von diesem Hadith. Kein Hadith wird so oft überliefert wie der. Warum hat der Prophet diesen Hadith? Keiner kann den leugnen, wer den leugnet, der ist weg vom Fenster. Kannst du dir vorstellen, warum sagt er das? Weil es so wichtig ist, dass die Sunna authentisch bei uns ankommt. Deswegen sagt er das. Also dieser Hadith ist ein Beweis gegen die Koranion. Weil er ganz klar sagt, der Prophet befiehlt, seine Sunna weiterzugeben und verbietet, über ihn zu lügen. Er befiehlt sie also authentisch weiterzugeben. Warum? Weil es eine Quelle ist. Ganz logisch. Und das ist etwas, was Ibn Taymiyyah sagt. Ibn Taymiyyah sagt, die Leute von Ahlul Bidah, die kommen mit keinem Beweis von Koran und Sunna, außer dass sie ein Beweis gegen ihn sind. Außer dass sie ein Beweis gegen ihn sind. Das ist genauso. Hier ist ein Beweis gegen sie. Jetzt gehen wir weiter. Und hier will ich etwas ferner festhalten. Brüder, merkt euch das. Diesen Vers müsst ihr unbedingt auswendig lernen. Surah 3, Vers 7. Guck mal. Allah sagt, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتُهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ. Das heißt, der Prophet sagt, Allah sagt hier, er hat auf dich das Buch herabgesandt. Da gibt es eindeutige Verse, kein Interpretationsbedarf und mehrdeutige. Und diejenigen, die eine Krankheit im Herzen haben, die folgen dem Mehrdeutigen davon. Was sagt Allah über diejenigen, die Krankheit im Herzen haben? Was sagt er? Der sagt, die gehören zum Volk von Ittiba. Die gehören zu den Leuten des Folgens. Das sind Leute, die folgen. Der sagt nicht, das sind Leute, die nicht folgen. Versteht ihr? Aber der sagt, das sind Leute, die dem Mehrdeutigen folgen, um es zu missdeuten. Und um Fitna zu erzeugen, Verwirrung zu erzeugen. Genau das ist das hier. Die nehmen sich auch einen Hadith, selber Herangehensweise, nehmen sich einen Hadith und interpretieren den so, wie es in ihr Schema reinpasst. Und das ist der Unterschied zwischen Ahlus Sunnah und Ahlul Bidah. Ahlus Sunnah, und das ist auch ein Begriff von Sunnah, Sunnah Muqabilul Bidah. Das heißt Sunnah, das was vom Propheten ist, und Bidah, die Erneuerung in der Religion. Ja? Das ist auch ein Begriff von Sunnah im Istilah. Ja. Bruder, bei allen, glaub es mir, findest du bei allen, dass sie diese Methodik nicht anwenden. Sie folgen einer Sache, aber sie gehen nicht detailliert in die Sachen rein und sie folgen den Mehrdeutigen davon. Wie hier zum Beispiel, ganz klar und eindeutig, ja, auch aus der Sunna. Und das ist das, was Muhammad Abdul Wahhab sagt, im Kishishu gehört. Das Buch ist absolut super, glaub mir. Er bringt dort eine Schematik, wie du Leute widerlegst. Er sagt erstmal allgemein, zweitens speziell. Allgemein sagst du immer, wenn du was nicht weißt, sagst du, ich kenne die Antwort darauf nicht, aber ich weiß, dass Allah ganz eindeutig im Koran dieses oder jenes sagt. Punkt. Und ich weiß, dass Koran der Sunna nicht widerspricht und die Sunna dem Koran nicht widerspricht, aber ich kenne die Erklärung von dem, was du erzählst, nicht. Damit hast du immer einen Ausweg. Das heißt, wenn du mit jemandem redest und du weißt zum Beispiel, du darfst keine Dua machen am Grab. Du kennst einen Beweis dafür, du darfst nicht denjenigen, der im Grab ist, zu ihm Dua machen. Die Moscheen sind für Allah, die Gebetshäuser sind für Allah, so mach keine Dua zu jemand anderem, eindeutig. Jetzt kommt jemand, ja, aber, guck mal, wir haben doch da einen Hadith, der ist so und so. Dann sagst du zu ihm, Bruder, ich weiß nur eins, wir haben eine eindeutige Sache und die Bedeutung von dem, was du erzählst, kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass Allah das und das und das verbietet. Und dann gibt es die spezielle Widerlegung. Ja, aber jetzt hier, kurz dazu, ja? Die versnehmen also diesen Hadith und interpretieren das rein, was dort gar nicht steht. Genau wie mit Christen, die versuchen, den Koran zu widerlegen. Die sagen, Allah sagt doch im Koran, ja, Ya Isa ibn Maryam, anta qulta linasi attakhidhuni wa ummi ilahayni min dunillah. O Isa, hast du den Menschen befohlen, dass sie dich und deine Mutter zu zwei Göttern neben mir nehmen?
neben Allah nehmen? Er sagt, guck mal, ist der Beweis für Trinität. Und das ist der Beweis, dass Mohammed die Trinität verwechselt hat. Er hat geglaubt, dass die Trinität Maria, Jesus und Allah gewesen wäre. Wo steht die Trinität? Hier steht Allah. Was ist Allah? Jemand, der angebetet wird. Wird Maria angebetet von vielen Christen? Nicht von allen, von vielen, ja. Und für uns ist eine Anbetung auch, dass man diese Person zu ihr Dua macht und sagt, gib mir dies, gib mir das, gib mir jenes. Das ist auch Dua. Nicht nur, wenn man glaubt, der ist eine. Ist auch ein Bittgebet. Nicht nur, wenn man glaubt, diese Person sei selber Gott oder selber fähig. Das heißt, sogar diese Leute suchen sich etwas aus dem Koran raus, was ins Schema hineinpasst. Unglaublich, oder? Weiter im Text. So. Dann fragen wir, es gibt noch andere Hadithe. Zum Beispiel, wo der Prophet sagt, zu Amr ibn al-As, Uktub fawaladhi nafsi biyadi ma yakhruju minnu illa al-haq. Der zeigt auf seine Zunge, der Prophet, und sagt, weil Amr ibn al-As, oder was Abdullah ibn Amr ibn al-As, auf jeden Fall ein Sahabi, entweder Abdullah ibn Amr ibn al-As oder Amr ibn al-As, nee, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ja, der hat gefragt, ob er auch aufschreiben soll, wenn der Prophet Scherze macht, weil er hat Scherze manchmal gemacht, ja. Und da sagt er, schreibe denn von dieser Zunge, ma yakhruju minhu illa al-haq, kommt nichts außer die Wahrheit. Schreibe. Das heißt, klarer Beweis, dass einige geschrieben haben. Jetzt nächster Beweis ist, uktubuli Abisha. Das heißt, schreib für Abisha. Das war in Hajjatul Wada, wo jemand das aufgeschrieben haben wollte, auch wieder ein Beweis. Und es gab Gefährten, die geschrieben haben, wie zum Beispiel Ali. Ja? Und jetzt, und Abdullah ibn Amr ibn As beispielsweise. Das heißt, jetzt gucken wir, was machen wir, was haben wir eben gesagt? Jetzt haben wir einmal Hadithe, und das sagen wir zu denen, warum nehmt ihr den einen Hadith und den anderen nicht? Was machen wir jetzt? Brüder und Schwestern, was sind die Schritte? Wenn wir haben einen Hadith, der sagt, schreibt, und einen Hadith, der sagt, schreibt nicht. Wir müssen eins wissen, der Prophet hat über 23 Jahre gepredigt. In 23 Jahren bei dir zu Hause sagst du zu deinem Sohn beispielsweise auch, geh, hol mir Milch aus dem Kühlschrank. Und an anderer Stelle sagst du, geh, hol mir Limo aus dem Kühlschrank. Ja? Aber was machen wir? Wie ist die Herangehensweise, wenn wir zwei Sachen haben, die sich offensichtlich widersprechen? Erstens zusammenführen, zweitens gucken, ob eine Sache widerlegt wurde. Und drittens, Tarjih. So, die sind beide authentisch. Und das, wie die Gelehrten das zusammengeführt haben, ist, dass sie gesagt haben, zwei Sachen. Erstens, dass der Verbot aufzuschreiben am Anfang gewesen ist. Und später wurde es erlaubt. Punkt 1. Punkt 2, dass der Verbot ein spezielles Verbot für eine spezielle Gruppe von Leuten gewesen ist, die den Koran geschrieben haben und dass sie nicht den Koran und die Sunna auf einem Blatt schreiben dürfen. Wer von mir außer dem Koran geschrieben hat, der soll das ausradieren. Das ist die Erklärung davon. Wenn jemand kommt. Das ist die Methodik. So, jetzt. Jetzt kommt der nächste Beweis. Jetzt sagen Sie, Bukhari kam erst, wann ist er gestorben? Ich glaube 254 nach Hijra. Ja? Auf jeden Fall um den Dreh. Und dann wurde erst die Sunna geschrieben. Das heißt, die Sunna ist verloren gegangen. Es ist erst dann geschrieben worden. Was sagen wir? Wir sagen erstmal, wenn etwas nicht geschrieben wurde, ist das kein Beweis dafür, dass es verloren gegangen ist. Und ich guck mal, Bruder, wisst ihr, was total krass ist? Ich war damals in der Abiturklasse, da hatte ich einen Lehrer in politische Weltkunde gehabt. Und der hieß Herr Valentin. Guck mal. Glaub mir, ich kann mich fast an keine Aussage mehr erinnern, die ich damals in der Schule gehabt habe. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was hast du für Fächer dort durchgenommen? Da muss ich überlegen, was war das noch gewesen? Ja, da war irgendwie, haben wir doch drüber geredet, über die Ende des Zweiten Weltkrieges. Wenn du mich jetzt fragst, so politische Weltkunde, welche Fächer hast du genommen? Bruder, ich kann es dir nicht mehr erzählen, weil es nicht interessant war für mich. Jetzt guck mal, Bruder, ich kann mich an eine Sache erinnern. An einen Satz. Dass er gesagt hat, Völker, die sich nicht auf das Schreiben fixieren, sondern auf ihr Auswendiglernvermögen, dass die eine viel stärkere Fähigkeit haben, Dinge so weiterzugeben, authentisch, als Leute, die nur schreiben und dann erzählen.
Guck mal, da kann ich mich noch dran erinnern. Kannst du dir das vorstellen? Da kann ich mich noch dran erinnern, aber an das andere kann ich mich nicht erinnern. So. Das heißt, selbst wenn die Sunna nicht geschrieben worden wäre, erst von Bukhari, dann wäre das kein Beweis dafür, dass die Sunna verloren gegangen ist. Aber ist es richtig, dass die Sunna nicht geschrieben wurde vorher? Es ist falsch. Es ist eine Lüge. Und das ist etwas, was ganz weit verbreitet ist. Sondern schon zur Zeit der Sahaba wurde die Sunna geschrieben und zur Zeit der Tabi'in erst recht. Aber diese Schriften der Sunna war nicht wie heute ein Buchdruck, das dann verbreitet wird. Das erste Buch, was sozusagen zur Massenproduktion da war, oder was dazu da war, um verbreitet zu werden, war Muwatta Imam Malik. Wann ist Imam Malik gestorben? 179 nach Hijra. Das war das erste Buch, was wirklich dazu, Hadithbuch wohlgemerkt, was dazu da war, um zu verbreiten. Aber es gab bei allen in Hunderten, da gibt es einen Gelehrten, der heißt Muhammad Mustafa al-Adami. Und der hat ein Buch geschrieben auf Englisch. Studies in Early Hadith Literature. Und dieses Buch war so gut, das war eine Doktorarbeit, da hat er sogar, das wurde sogar ins Arabische übersetzt. Und es ist ganz selten, dass ein Buch, was über Islam geschrieben wird, von Englisch ins Arabische übersetzt. Das ist meistens andersrum, von Arabisch dann ins Englische. Weil er dort bewiesen hat, dass es hunderte Manuskripte gab, bevor Bukhari kam. Und ein Manuskript ist ganz bekannt. Das ist As-Sahifa von Hamam ibn Munabbi. Hamam ibn Munabbi ist der Schüler von Abu Huraira. Und dieses Sahifa, dieser Schriftzug, wurde gefunden im letzten Jahrhundert als Manuskript. Das heißt authentisch von Hamam ibn Munabbi. Und genau diese Hadithe sind so vorhanden in Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari und Musnad Imam Ahmed. Und durch die Kolonisation sind viele Manuskripte von den Muslimen geklaut worden in den Kriegen. In Kolonisation kriegen. Viele Manuskripte sind beispielsweise in Holland, in Deutschland und so weiter. Das ist ganz klar. Viele Manuskripte sind weggenommen worden. Oder verbrannt worden, kaputt gemacht worden. Aber das ist der Punkt. Das heißt, Bukhari war nicht der Erste, der die Hadithe geschrieben hat. Sondern was Bukhari praktisch gemacht hat, ist, Bukhari hat diese Manuskripte, die vorhanden waren, in sein Buch absorbiert. Aufgenommen. Und dann war es danach nicht mehr notwendig, sich auf diese Manuskripte zu verlassen. Und der jeweilige Gelehrte, Hadith-Gelehrte, hatte seine Hadithe aufgeschrieben. So gibt es zum Beispiel Hadith-Gelehrte, die, wenn sie aus ihrer Erinnerung erzählen, wird der Hadith akzeptiert, nicht akzeptiert, aber wenn sie von ihrem Geschriebenen überliefern, wird es akzeptiert. Es gibt zum Beispiel jemanden, einen Sheikh, der heißt Ibn Lahiyya, der, bei dem sind die Schriften verbrannt. Das heißt, der hatte zu Hause seine Hadithe geschrieben und als sie verbrannt wurden, hat er aus seiner Erinnerung erzählt. Und deswegen akzeptieren die Muhaddithun nur das, wo sie wissen, das hat er vorher, bevor er nur von seinem Kopf erzählt hat, also von seinem Erinnerungsvermögen erzählt hat. Ja, es akzeptieren nur das, was er von seiner Schrift weitergegeben hat. So genau, Bruder, guck mal, Hadithwissenschaft, guck mal, ihr denkt jetzt, das, was ihr heute gehört habt, denkt ihr, boah, also sagt Mashallah, der Pierre Vogel, ey, was der hier mit Informationen kommt, Mashallah, der. Achi, das ist nur so viel, Achi. Das ist nur so viel, Achi. Was meinst du, wenn du Abu Hussein oder so fragst? Versteht ihr, Bruder, das ist ein kompliziertes, das ist ein Riesenthema, ist das. Versteht ihr, ich habe rudimentäres Wissen über die Sache, aber daran seht ihr auch, was rudimentäres, grundsätzliches Wissen euch helfen kann. Versteht ihr, Achim, wenn hier ein Gelehrter kommt, und es kann sein, dass demnächst ein Schüler von Sheikh Albani nach Deutschland kommt, da fallt ihr um, aber es ist nur ein Geheimnis, einer der Besten von ihm, inshallah, oh Allah, mache, dass er nach Deutschland kommt, Amin. Bruder, und ich sage euch, der lacht sich tot, wenn ich das, was ich weiß. Versteht ihr? Also, ja, natürlich nicht tot, aber das ist rudimentär. Aber versteht ihr? Das ist das, was man wissen muss.
So, dann geht's weiter. So. Das heißt, Bukhari war nicht der, der das erste geschrieben hat, sondern er hat diese Schriften sozusagen absorbiert und da waren die anderen Schriften nicht mehr notwendig. Okay, das habt ihr verstanden. Jetzt kommt das nächste. Dann sagen sie, guck mal, Bukhari hat von, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist auch uninteressant, von 300.000 Hadithen nur 5.000 oder 7.000 Hadithe ausgerührt. Ich weiß die Anzahl jetzt nicht genau, das spielt nicht die Rolle, die Relation spielt die Rolle. Oder von 700.000 Hadithen hat er nur so viele erwähnt. Dann sagen sie, wenn es damals schon so viele schwache Hadithe gab, wie dann erst heute? Subhanallah, die Sunna ist geschrieben, wenn heute irgendein Hadith kommt, der wird sowieso nicht akzeptiert. Die Quellen haben wir. Das ist totaler Quatsch. Aber das zeigt, wie die Leute einen in die Irre führen wollen. Ja? Dann die nächste Sache ist, Bukhari hat in sein Sahih al-Bukhari, das sagt er selber, er sagt, dass er große Anzahl von authentischen Hadithen gar nicht reingeschrieben hat, weil das Volumen sonst zu groß gewesen wäre. Weil viele sagen, ja, Bukhari hat diese Hadithe aus authentisch gesehen, aber Abu Dawud hat andere Hadithe, die gar nicht in Bukhari drin sind, das heißt, die Hadithe, die in Abu Dawud sind, sind schwach. Falsch. Ist falsch. Sondern Bukhari hat gar nicht alle Hadithe in sein Buch aufgenommen, die authentisch oder die als authentisch gesehen hat. Wie lange soll er das schreiben? Ihr müsst euch mal vorstellen, wie die damals geschrieben haben. Heutzutage bist du mit der Maschine, wie so ein Maschinengewehr mit der Schreibmaschine am Schreiben, wenn du es kannst. Oder vielleicht auch so. Früher, wisst ihr, wie die geschrieben haben? Die haben so eine kleine Feder gehabt. Da haben die reingedrückt, ein Buchstabe. Nächster Buchstabe, kannst du dir vorstellen, was das für eine Arbeit ist, Sahih al-Bukhari so zu schreiben? Achi, das sind, möge Allah sie belohnen, wie sie die Sunna den Islam weiter verbreitet haben. Kannst du dir das vorstellen, was du in die Krise kriegst, wenn du da, du hast doch nicht mal einen vernünftigen Bleistift. Ein Bleistift, Achi, ein Spitzer, das wäre ein Traum gewesen zur damaligen Zeit. Die haben so gemacht. Und die haben so viel Respekt vor dem Propheten gehabt, oder Bukhari hat das zumindest so gesehen, der hat sogar sallallahu alaihi wasallam ausgeschrieben. Er hat nicht S-A-W-A-S geschrieben. Ja, bitte. Ich habe gehört, wer ist es nach jedem Hadith hat das Salat Istikhara gemacht, oder? Genau, und Salat Istikhara gemacht, zwei Rakats Gebet, bis er ein Hadith aufgeschrieben hat. Kannst du dir vorstellen? So, jetzt geht's weiter. So. Dann haben wir das geredet. So, dann gibt es Leute, die sagen, im Koran jetzt, das war erstmal die allgemeine Widerlegung, zudem wurde nicht aufgeschrieben. Ja, wir haben das jetzt, was ist? Okay, das sind aufmerksame Menschen. Möge Allah ins Paradies führen. Amen. Möge Allah uns alle ins Paradies führen. Möge Allah alle Menschen, die den Islam nicht angenommen haben, heute hier sind, zum rechten Weg führen. Und erstmal muss ich jetzt schimpfen. Wer hat gestern den Nicht-Muslimen gesagt, die sollen heute nicht kommen? Da gab es jemanden, der gestern zum Nicht-Muslim gesagt hat, ja, heute wird nicht so interessant für euch. Ach, ihr ist Schwachsinn. Lass ihn kommen, damit ihr die Atmosphäre wenigstens spürt. Irgendwas wird er schon mitkriegen. Ach, letztes Mal habe ich über dasselbe Thema geredet, noch härtere Themen. Da ist danach jemand zum Islam konvertiert. Der war vorher Atheist gewesen. Ja, der war überzeugt, dass es doch einen Gott gibt. Ach, ich habe euch gesagt, die Fitra wird manchmal angesprochen. Ich sage jetzt nicht, der ist durch meinen Vortrag zum Islam gekommen, aber vielleicht hat er mit dem einen Bruder dort geredet und mit dem anderen Bruder dort. Das ist uninteressant. So, dann kommen sie zum Beispiel mit Sachen, dass eine Sache im Widerspruch zum Koran stünde. Also erstmal, Sunna wurde nicht aufgeschrieben, das wäre der Beweis dafür, dass es verloren gegangen ist. Das haben wir gerade widerlegt, diese Aussage. Jetzt kommen sie mit, es gäbe Dinge, die zum Widerspruch zum Koran stünden, in der Sunna. Zum Beispiel Hadith, wo überliefert wird, innal mayyit yu'adhab li bukai ahli alayh. Der Tote, der wird bestraft wegen dem Weinen seiner Familie über ihn. Aisha radiallahu anha sagt, nee, gibt's nicht. Weil Allah sagt doch im Koran, la taziru waziratun wizra ukhra. Keine Last tragende Seele trägt die Last einer anderen. Sagen, die widerspricht dem Koran. Erstmal, eine Regel. Wenn es eine Sache gibt, die dem Koran widerspricht, dann nehmen die Muhadithun den nicht als authentisch an. Das ist eine Regel. Es kann nicht sein, dass ein Hadith authentisch ist, widerspricht dem Koran. Dann ist er unauthentisch. Also würden wir sagen, wenn das wirklich dem Koran widersprechen würde, wäre das unauthentisch. Und dann sagen sie, ja, Aisha hat gesagt, nee, kann nicht sein. Aber was sagen wir? Aisha hat das gesagt. Was haben wir eben gesagt?
Al-Muthbit Muqaddam ala Nafi. Jesus sagt, den gibt es nicht. Aber jetzt kommen Umar, Ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri und andere Sahaba, eine ganze Gruppe, die sagen, doch, ist so. Also müssen wir was machen? Jam. Wie bringen wir den Vers zusammen? Der sagt, keine Last tragende Seele trägt die Last einer anderen. Und den Hadith, wo der Prophet sagt, dass der Tote bestraft wird für das Weinen seiner Familie über ihn. So. Gibt zwei Möglichkeiten. Zwei Arten von Jam. Erstens, und das sagt Ibn Taymiyyah und Tabari, die sagen, das ist wie diese Traurigkeit und das Weinen, ja, ja, wie hier zum Beispiel, wenn du siehst, deinen Sohn, der weint, dann bist du traurig darüber. Ja? Aber das ist nicht, gehört nicht zu Adhab und Kabar. Versteht ihr? Es gehört nicht zu Adhab und Kabar. Sondern das, genau wie hier. Oder der Prophet sagt, und das wird sogar von Aisha berufen, As-Safar, As-Safar, Qit'atu min al-Adhab. Das ist sozusagen wie Qit'a, das ist so ein Stück, kann man sagen, wie ein Stück von der Strafe. Das heißt, dieser Vers, der widerspricht, dieser Vers, der sagt, keine Last tragen Seele trägt die Last an anderen, widerspricht diesen Vers nicht, weil diese Bestrafung nicht die Bestrafung von Adhabul Kabar in diesem Sinne ist, sondern wie im Diesseits, das heißt, hier haben wir wieder das Wort Adhab, was aber hier bedeutet, zum Beispiel auf der Reise, ist ja keine Adhab im Sinne von zum Beispiel am jüngsten Tag. Und er sagt dann, dass dies nicht zu Adhabul Kabar gehört. Andere Interpretation ist, dass das für denjenigen gilt, der das wollte. Der wollte und wollte die Leute dazu animieren, dass die dann an dem Grab sind, am Schreien und am Machen und am Tun. Okay? Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Ja. Guck mal. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel einen Bruder und der Bruder ist traurig. Ja? Der ist zum Beispiel hingefallen, der schreit. Oder vor allen Dingen eine Mutter kann das machen. Das tut der weh, wenn das Kind hingefallen ist. Tut der auch weh. Ja? Ist also sozusagen eine Sache, die ihr weh tut. Ist sozusagen eine Art Bestrafung dem Sinne. Aber ist keine Bestrafung im Sinne, der wird jetzt von Allah zur Rechenschaft gezogen für das, was die gemacht haben. Du wirst ja nicht zur Rechenschaft gezogen wegen dem, was dein Sohn gemacht hat. Ja, bitte. Außerdem, das Wort Adhab ist nicht unbedingt bestraft, also heißt Qual. Genau. Genau, das ist es nämlich. Adhab ist nicht unbedingt Bestrafung, sondern auch Qual. Ja, das heißt, ja, das ist etwas, was ihn quält, aber ist nicht, dass Allah ihn zur Rechenschaft zieht dafür, weil auf der einen Seite sagt er, keine Seele wird für das, was ein anderer macht, zur Rechenschaft gezogen. Der wird nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern es tut ihm einfach weh. So wie es dir weh tut, du könntest zum Beispiel sagen, ja, schubst die Leute nicht rum, weil das ist für die Leute eine Qual, tut denen weh. Aber sind die Leute jetzt dadurch bestraft worden durch dich? Nein. Es ist einfach etwas, was ihnen weh tut. Ist angekommen jetzt? Ist kapiert? Angekommen? Die andere Sache ist, die andere Erklärung ist, dass man sagt, das sind die Leute, die dazu animieren. Ja, wenn ich gestorben bin, großes Dings machen, alle sollen weinen, schlagen und so weiter und so fort. Ja, wie wir das leider in einigen sogenannten islamischen Ländern sehen. Dann zum Beispiel sagen, widerspricht dem Koran, weil im Koran steht zum Beispiel, wenn jemand Sinner gemacht hat, Peitschenhiebe, steht nichts von Steinigung. Dann sagen wir, die Erklärung durch die Sunna ist ganz einfach. Die Peitschenhiebe sind für den, der unverheiratet ist, und die Steinigung ist für den oder die, die verheiratet ist. Ganz einfach. Zweite Sache, sie sagen Widerspruch zur Logik. Guck mal, das ist der Hammer. Widerspruch zur Logik. Und da sagen die zum Beispiel, guck mal, am jüngsten Tag, du gehst über eine Brücke, die schärfer ist als ein Schwert und dünner als ein Haar. Wie soll das denn gehen? Wie geht das denn? Ist doch unlogisch. Was sagen wir dazu? Wir sagen ganz einfach. Ganz einfach. Die Naturgesetze, die wir hier haben, kannst du nicht eins zu eins auf das im Jenseits basieren. Wenn Allah wollte, dass wir an der Decke lang gehen, würden wir an der Decke lang gehen. Ach, wir haben Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Allah hat vor Raum und Zeit existiert. Kannst du dir vorstellen, es gab eine Zeit vor der Zeit? Nein. Kannst du dir nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar, aber Allah hat vor Raum und Zeit existiert. Und diese ganzen Naturgesetze, wenn wir die Naturgesetze überhaupt nennen sollten, aber ich sage direkt, sind Gesetze, die Allah erschaffen hat. Allah hat dafür gesorgt, dass du von der Erde angezogen wirst. Wenn Allah will, dass du von der Erde abgestoßen wirst, hängen wir alle an der Decke. Ist so.
Wenn Allah will, dass du nicht mit dem Mund isst, sondern weiß ich nicht, mit den Ohren, dann wird es mit den Ohren essen. Das ist der Punkt. Und das ist das, was er hier erschaffen hat. Aber im Jenseits kann er die Welt so erschaffen, dass du über eine Brücke gehen kannst, die schärfer ist als sein Schwert und dünner als sein Haar. Und da gibt es viele, viele Sachen dieser Art. Zum Beispiel sagen sie, ja, Musa, der Engel kam zu ihm, hat ihm das Auge rausgeschlagen. Wie soll das denn funktionieren? Der Engel ist doch so und so groß. Erstmal sagen wir, die Engel können erscheinen in der Form von was? Von einem Menschen. Punkt 1. Und Punkt 2, Allah kann ihm die Kraft dazu geben. Dann sagt er, ja, aber warum wollte er nicht sterben? Dann sagen wir, vielleicht hat er nicht gewusst, dass ein Engel ist. Und hat gesagt, irgendjemand ist in sein Haus reingekommen. Beispielsweise. Und dann kam der Engel ja nachher wieder und so weiter. Wie gesagt, ich will das nur kurz abfassen. Nur was ihr wissen müsst, ist, wenn irgendjemand euch kommt mit einem Hadith von Bukhari, Muslim, ja, sagt ja, guck mal hier, guck mal, was da steht. Was sagst du dann? Ich kenne die Bedeutung nicht. Ich muss jemanden fragen, der die Sache besser kennt als ich. Okay? Weil ihr habt jetzt so viele Sachen gesehen, vielleicht hättet ihr gar keine Antwort darauf gehabt, wie eben das mit dieser Bestrafung und so weiter und so fort. Oder jetzt gerade das mit dem Engel, wie der Engel. Das ist ein typisches Beispiel, womit die kommen. Wie? Da hat dem Engel das Auge ausgeschlagen. Ja. Was versteht über Mariam? فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا. Der hat, ist ihr erschienen als ein klar, deutlicher Mensch. Wer war das? Jibril. So, dann weiter im Text. Ja. Zum Beispiel, dann sagen sie Widerspruch zur modernen Naturwissenschaft. Zum Beispiel, إِذَا وَقَى ذُبَابُ فِي إِنَا يَحَدِكُمْ فَلْيَرْمِسْهَا فَلْيَرْمِسُهُ ثُمَّ لَيَنْزِهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَحِهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً. Ja? Das heißt, wenn die Fliege in das Glas von einem kommt, soll ihr untertauchen, denn im einen Flügel ist die Krankheit, in dem anderen die Heilung. Dann sagen die, hey, widerspricht der modernen Naturwissenschaft? Wo widerspricht das der modernen Naturwissenschaft? Sagt die moderne Naturwissenschaft, in beiden ist ein Dings Krankheit? Nee. Die sagt gar nichts dazu. Es gibt Dinge, die unentdeckt sind. Hättest du vor 200 Jahren jemand gesagt, es gab Dinosaurier, hätte er gesagt, du bist bescheuert. Aber später hat man Fossilien gefunden, beispielsweise. Ja? Falls das alles authentisch ist. Aber es gibt Dinge, die neu entdeckt werden. Stell dir mal vor, du hättest vor 50 Jahren jemand gesagt, du fährst mit einem Navigationssystem rum. Der hätte gesagt, du bist wahnsinnig, da hatte noch keiner ein Handy gehabt. Da war so ein komisches Autotelefon mit so einer riesengroßen Antenne war damals in gewesen. Heute hat jeder ein Handy mit einer Kamera und jetzt kommt der iPod und du hast den perfekten Computer bei dir. Verstehst du? Mit Navigationssystem, allem drum und dran. Hier, wo ist die Kibla? Kompass. Brüder, warte mal paar Minuten, bis ich das zu Ende geführt habe. Weil wir können ruhig ein bisschen warten. Weil Vortrag können wir machen, das Gebet ist ein bisschen längere Zeit. So. Weil sonst ist der ganze Vortrag unterbrochen, weil es ist sowieso nicht mehr viel. Dann innere Widersprüche. Zum Beispiel ein Hadith widerspricht einem anderen. Die Herangehensweise haben wir gerade schon erwähnt. So, und dann kommt das nächste Beispiel von stille Posten. Diese Sache mache ich noch, das dauert ungefähr 10 Minuten, aber das soll ich noch machen. Die kommen dir mit dem Beispiel von stille Post. Die sagen, guck mal, ein Hadith, das ist wie stille Post. Wenn du in einer Klasse bist und in der Klasse gibt es 20 Schüler und du sagst an der einen Ende was, ihr wisst ja, was stille Post ist, ja? Ich packe einen Koffer und tue dies rein, tue das rein, da kommt an der anderen Seite was ganz anderes raus. So ist es mit Hadith. So. Da sagen wir erstmal, du kannst diese Sache gar nicht miteinander vergleichen. Weil derjenige, der den Hadith überliefert, was will der? Der wird geprüft auf seinen Verstand, ob er ein gutes Erinnerungsvermögen hat, der wird geprüft auf seine Adala, auf seine Redlichkeit, ob er ein guter Muslim ist, und dann wird er wollen, dass diese Sache genauso ankommt, wie es vorher gesagt wurde. Aber derjenige, der in der Klasse das macht, das interessiert ihn gar nicht, ob was anderes reinkommt. Da kommt jemand und er sagt was ganz anderes, extra um diesen Versuch kaputt zu machen. Deswegen kommt was ganz anderes rein. Dann, in der Schulklasse, wie viele Leute sind da in diesem Isnad drin? In dieser Überlieferungskette sozusagen. Wie viele Leute? 20 Mann? Wie viel sind in einem Hadith bis von Bukhari bis zum Propheten? Wie viel sind zwischen Bukhari und Propheten? 4, 5 Leute. Kommt mal nach vorne. Ich will mal 4 Leute haben. Damit man sich das mal bildlich veranschaulicht. Ja? Das ist für die Kamera hier, ja?
Komm du mal nach vorne. Ich will das nur mal bildlich veranschaulichen. Hier, stell dich mal hier hin. Eins, zwei, so stell dich hier. Komm du mal nach vorne, Hamza. So. Ich will das nur mal bildlich veranschaulichen. Damit man, weil es manchmal, wenn man ein Bild hat, du musst mit der Kamera gucken, dass du alles drauf hast, ne? Na, ich bin schon länger im Geschäft, Freund. noch jemand? Kommst du, weil du bist am Schreiben, dann komm du nach vorne, ja. Guck mal. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, so, hier ist Bukhari. Stellst du dich hier? Hier ist Bukhari, jetzt beispielsweise, oder hier ist derjenige, der den Hadith aufschreibt in seinem Buch. Und das sind die vier Personen. So. Diese Person hat jetzt von der Person gehört, in diesem Fall wäre es der Prophet, ja, ich will diesen Vergleich nicht unbedingt so machen, und er will das, was er gehört hat, weitersagen. Was haben wir gesagt? Er praktiziert das. Er schreibt das vielleicht auf. Wenn er kein Vertrauen hat auf sein Gedächtnis, dann schreibt er das selber auf und er gibt das ihm weiter. Was ist er? Ist er irgendein Metzger oder was? Also, oder Hausmeister? Nein, er ist ein Gelehrter vom Islam. Weil ich habe zum Beispiel auf so einer Koran-Jun-Seite gesehen, da haben sie so ein Bild von so einem Bettler, der da irgendwo sitzt, dann kommt der Bukhari, hast du auch was vom Propheten gehört? Das ist der, ja, der und der und der und der und hat von dem und dem. Das ist totaler Quatsch. Die sind nicht irgendwie zum Metzger gegangen oder zum Bauern und gesagt, hast du auch ein Hadith gehört? Sondern das waren Gelehrte gewesen, die Hadithe überliefert haben. Und wenn es zu Abu Huraira geht, Abu Huraira hat die meisten Hadithe überliefert, weil er erstmal lange gelebt hat und deswegen viele Schüler hatte und weil er sich darauf spezialisiert hat. Andere Sahaba waren zum Beispiel auf Dschihad spezialisiert oder auf irgendeine andere Sache. Ja? Du weißt es selber, wenn du dich auf eine Sache spezialisierst. Ja? Zum Beispiel ein Gelehrter spezialisiert sich auf Sprachwissenschaft. Ja? Und der andere Gelehrte spezialisiert, zum Beispiel Sheikh Albani ist einer der größten Gelehrte des letzten Jahrhunderts. Aber in Sprachwissenschaft, in arabischer Sprache, findest du hunderte, tausende, die fitter sind als er. Weil sie sich darauf spezialisiert haben. Ja? Also er hört jetzt und er schreibt das zum Beispiel. Und er praktiziert das und er gibt das ihm weiter. Aber er will das nur weitergeben, wenn er sich ganz sicher ist, dass er es genauso weitergibt. Und da gibt es sogar eine Art Ijaza, dass er es erst weitergeben kann, wenn er ihm die Erlaubnis dazu gibt und so weiter. Dann erzählt er das weiter und er gibt sich Mühe, er gibt das sich Mühe und er will, dass er das erst verstanden hat. Dass er das erst verstanden hat. Das ist nicht wie, ja okay, sag mal, stille Post. Ja, egal, ob das ankommt oder nicht. Nein, sondern das sind vier Personen, die wollen, dass diese Sunna weitergeht. Denn der Prophet, a.s.w., hat eine Dua gemacht. Nadrullahu imran. Allah soll eine Person erleuchten. Sami'a minni maqalati. Oder sami'ani hadithan. Ja, verschiedene Riwayat. Fa'u'aha. Ja, und dann behält er die. فَيُبَلِّغُهَا oder also ich habe jetzt den arabischen Text vergessen, auf jeden Fall, der gibt das dann weiter, so wie er gehört hat. وَغُرُبُّ مُبَلِّغٍ أَوْعَ مِنَ السَّامِعُ أَفْقَ مِنَ السَّامِعُ. Wie oft ist jemand, dem es überliefert wird, hat mehr Verständnis davon, als der, der es weitergegeben hat. Das heißt, die wollen diesen Lohn haben. Das sind Leute, die geprobt sind, nicht irgendjemand. Und glaub mir, wenn wir jetzt hier einen Versuch machen und ich sage, ich schreibe jetzt hier etwas auf, und er will, dass er das versteht. Und er will, dass er das versteht. Er will, dass er das versteht. Und er überliefert diesen Hadith 20 Jahre und lehrt den 20 Jahre. Natürlich kommt am Ende hier genau das Richtige an. Das ist etwas ganz anderes. Oder hat irgendjemand, der hat das schon alles im Kopf, keine Angst. Deswegen habe ich ihm extra gesagt. Oder hat irgendjemand Zweifel daran, dass man eine stille Post überhaupt nicht mit diesem System vergleichen kann. Wo ist das Problem, wenn vier Leute überliefern, dass am Ende genau das Richtige ankommt? Wenn wir bei jeder dieser Person gucken, ist diese Person jemand? Also von dir nehmen wir schon keinen Hadith an. Ist diese Person jemand? Ist diese Person jemand, ja, der das Erinnerungsvermögen hat, der die Redlichkeit hat? Ist etwas ganz anderes. Habt ihr das verstanden? Ist das angekommen? Ist das bildlich veranschaulicht worden? Okay, dann bedanke ich mich. Das war's für heute. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa al-muslimin. Und wie gesagt, versucht das zu lernen. Das gehört mit zum Dauerkurs. Ja?